weil ich witzig bin. Und mein. Diese Aufnahme macht einfach 5 Minuten längst. Nö. Ja, aber nee, Aufnahme zieht das so viel Gigabyte. Ja, ich muss ja meinen Schleppordner irgendwie auf 100 Gigabyte kriegen. Oder auf 20 Terabyte. Egal, ne? Oh, scheiße, das ist Björn! Junge! Warum ist Flo rausgesprungen? Ich wollte rausspringen, hatte Bock. Oh, okay. Wie war da, ne? Oh ja. So. Verstehe ich. Guys, we have to skip. Das war das dritte Mal in 5 Minuten. Wow. Yeah. Das ist Sangi. Das ist jetzt sehr witzig. Junge, aber ich war schon richtig low, Alter. Ja, dann erst Snacks. Geh, McDonalds. Keine. Yes. Yes, Clef. Nein, lass die armen Leute. Yes, Clef. Ha, period, that guy. Digga. Oh. Outplayed. Outplayed. Geblendet. Blendgranate, Ease. Wie soll eine Blendgranate eigentlich reinkommen, ne? Ist doch eine drin? Nein. Doch. CS Tactical ist eine Blendgranate. Auch wenn die nicht krass ist, aber der Blendeffekt wird auch entfernt. Hä, wo? Welche Granate denn, hä? Wer ist sie? Termit. Hier. Wie nicht, Nico. Moin. Moin, wer ist er denn da? Stopp! Reiner! Doch! Ich bin immer rot da drinne. Erik, fahr mich hier raus. Keine Sorge, der Rote bewegt sich. Junge, ich krieg Schaden. Fahr weiter. Fahr weiter. Erledige die Sandy Shores Operation. Okay. Was ein Scheißname, Digga. Imagine nennt sich so. Junge, Erik, ich krieg so viel Schaden gerade, ich werde zu sterben. Dann geh raus. Okay, sonst vielleicht etwas distanzieren. Alter! Warum wenn ich rausgehe, bin ich ja noch deader, Digga. Deader. Ja, dann bin ich noch deader, bin ich noch toter. Schlecht. East Clap. In die Richtung sind noch welche. Sind wir noch welche? Nee, alles nur selber machen. Sie kann mehr laufen. Gut, weiter. Imagine, du arbeitest für die. Junge, ich hab so viel Schusslöcher im Rücken. Ein paar Bäume wegfahren. Oh, Muskulatür, Digga. Muskulatür. Muskulatür raus. Ich glaub, da fehlt eine Tür hier bei uns, Nico. Ah, juckt. Junge, ja, Junge. Helikopter. Okay. Ist wirklich ein Helikopter. Egal, der Scheiße. Nico, keine Raketen. Probieren, meine ich. Ja, Vorsicht. Bonk. Kannst du den Helikopter holen? Nein, okay, perfekt. Der ist kaputt. Digga, hat mich ja gerade einer angeschossen. Digga, wer ist denn der mit dem Golf-Ding, Alter? Denkt der, wer er ist? Stark. Digga, Nico, ne? Mann, Nico, hier ist grüne Wiese. Nico, ich hab gleich die Suppenküche, wenn du aufhörst, nicht aufhörst. Digga. Ich hab grad mir ein bisschen weggeballert. Was ist die RP-Sprache? Wieder. RP-Sprache, was war grüne Wiese nochmal? Ja, Safe Zone. Und was war Suppenküche? Support. Achso. Supporter kannst du auch Götter nennen. Oh, hier ist ein Gott oder sowas. Guten Tag. Ja, Björn, kannst du dich anzuschießen, das geht nicht. Hier. Fehlgeschlagen. Ah! Schon gesehen. Danke. Bam, Junge. Verdient. Ja, so viele Leute, die ich gekillt haben, so oft wie ich rausgeflogen bin. Ich wollte in einem Berg, da bin ich halt nicht so rausgefallen, sondern bin ich rausgeflogen. Eigentlich hab ich einfach rausgeschleudert. Förderkissen. Nö. Wie mit dem Jet, Digga. Der Jet, Alter. Erik, weißt du noch, Jet mit dem neuen Messer in die um die Ecke kommen. Niemand Erik richtig random, ich geh auch. Okay. Nein. So. Nein, Erik, stopp. Auf tue ich. Nein, Erik. Ich gestern richtig random, ich hab keinen Bock mehr auf Arbeit, ich geh auf. Hab ich geweint dann noch? Ich auch. Ja, aber mit Erik spielen musst du. Oh nein. Nee, erstens hab ich geweint, weil du weg warst und danach hab ich dich ausgelacht, weil du Schule hast. Natürlich.
Igor, was machst du jetzt eigentlich danach? Also machst du jetzt noch ein Praktikum oder? Kaum, wahrscheinlich schon. Oder abgestochen werden von irgendjemandem, die in den schon Bus. Mal wegen schwerer Schule. Fuck, was passiert? Ganz ein PC laggt, moin. Okay. Wollt ihr den normalen Chat? Nehmen Ladescreen. Ich auch. Was hier wenigstens habe ich einen Freund, der auch immer Ladescreen ist. Vor allem, ich habe komplett Muskelkater. Ich habe selbst in meiner fucking Brustmuskelkater. Mhm, interessant, ja. Wo ich nichts mit dem Arm, mit den Armen gemacht habe oder Brust. Ja, Erik hat in seinem Lüfter auch Muskelkater. Erik hat überall Muskelkater. Ja, Björn, ich. Wait, ist das ein Video oder nur ein Bild? Mein... Digga. Sieht nicht normal aus. Wenn mein Bein Erika. Ja. Ist normal, dass ja. Wenn ich mein Bein ausstrecke, dass mein Unterschenkel richtig weit nach links geht. Ja. Fast im 45-Grad-Winkel. Ja, Digga. Wahrscheinlich. Ohne Wunder, das ist kein Witz. Ja, wahrscheinlich, Digga. Ja, geh mal zum Arzt, Alter. Okay. Mann, Erik, Digga, wenn was mit deinem Bein nicht stimmen würde, würdest du schon bemerken. Björn, komm in den Helikopter oder ich zerstöre dein Auto. Ich komme ja schon, Digga. Ja, besser so. Was? Um Raketenwerfer zu benutzen? Hä? Wer hat denn den Typ nach vorne gelassen? Ich weiß es nicht. Ich darf den Raketenwerfer nicht benutzen, Erik! Ich darf eine Kamera benutzen, die mir nichts bringt. Perfekt, alles. Ich drück gleich G, Leute. Ich meine. Was macht G? Der wird explodieren, wie er, weil er eine Haftbombe angemacht hat. Guck mal, Erik, guck mal links. Da blinkt sowas. Stark. Aber ich meine, ihr müsstet hier länger warten, bis ihr zur Basis kommt und dann schafft ihr heute weniger. Ich brauche das Geld nicht, aber ich finde es halt lustig mit euch. Ja, aber Flo. Und ich. Official Protect Show. Spielspaß, Nico, du verstehst das Spiel nicht. Was ist Spielspaß? Hallo. Geht immer nur ums Geld. Ich will so farmen. Okay, farmen kann ja auch Spaß machen. Wenn es nicht genau das gleiche ist. Und hier ist es ja nicht genau das gleiche, deswegen ist es eigentlich ganz gut. Ja, weil diesmal bin ich ja dabei. Und Erik. Ja. Einmal als ein Jahr. Aber komm, mit Erik hast du halt einmal die Mission nicht auf schwer, sondern auf ganz schwer. Ist halt echt schwer. Erik ist es immer. Wenn du mit Erik spielst, hast du diesen einen random nervigen scheiß NPC, der einfach. Digga, ich denke, er wäre halt. Diese Windturbinen, Digga. Windturbinen, Digga. Bin ich behindert oder so heute? Windturbinen. Was? Es ist. Eine Windturbinen sind noch was anderes. Sie wurden damals in Peenemünde. Kraft. Ja, ich höre auf damit. Aus welchem Unterricht hast du das jetzt gelernt? Gestern Deutschunterricht oder was? Also. Wer ist der Polizeiwagen? Digga, was war das gerade? Fallschirm auf! Ist es schlimm, wenn ich kurz abtrocknen gehe, oder? Nein, ja. Digga, Bier. Nee. Digga, Bier. Ich werd angeschossen, Mami. Warte mal, ich will hochklettern, ich will den Rotor. Okay, mach. Ich leb noch, weil du kannst mich nicht töten. Warte. Geh. Stark. Digga, Erik, ne? Oh. Na, Erik freut sich richtig dafür. Hahaha. Ich hab einen Billardstock. Bonk. Digga, ich hab eine Taschenlampe, was willst du eigentlich? Wer bist du? Bonk. Oh. Ich hab nur 100.000. Leucht dich an, Alter. Warum funktioniert meine Taschenlampe nicht? Ah doch, funktioniert. Ich weiß auch, wo wir auf diesem einen Dach da waren mit Erik. Ich hör so meine Taschenlampe, mach so einmal Rechtsklick, Mission fehlgeschlagen. Wache wurde alarmiert. Aber also da. Stark. War witzig. Erik, was machen Sie? Sind Sie irgendwie behindert, Erik? Ein Bote. Was ist er denn, Alter? Er denkt auch, er ist SUV, Alter. Erik tötet man nicht, das ist witzig. Oh, okay. Bastard. Hab ihn nicht getötet. Ja, komm, schieß, komm.
Schieß, Erik. Okay. Nein! Erik, was machst du da? Erik leuchtet durch Wände. Heck, Erik macht den Mods auf. Welche Wände? Die in meiner Cutscene. Du hast Wände? Wände hast. Ich gehe mal gucken, weil wann ich essen gehe. Dicker. Bin ich ja, man will Vorbereitungsmission machen, auch wenn wieder alle weg. Profis. Ich bin außerdem Basis wieder reingegangen, weil Hitbox von dem gelben Ding einfach größer ist als die Zeitspanne, in der Erik weg ist. Fahrzeuge, Bussard, Björn. Mir ist nicht da, der ist abwaschen. Abtrocknen, hat er gesagt. Okay. So. Achso, ah, okay, ich dachte gerade. Er ist angekündigt, so geht. Unsichtbar. Bevor ich gestartet habe. Hallo, was? Fliegst du schon weg? Ich hole meine Kuhle. Komm gleich wieder. Ich bin mir ich den Flieger, trau mir. Bin nur ein guter Akula-Flieger. Weil okay. Cool. Weil A, B, C ist cool. A, B, C ist cool. Und hab ich in der Schule gelernt, in der Grundschule gestern. Oh, das ist stark. Na, oh, Fahrzeug kaputt, wurde zerstört mein. Okay. Was habt ihr wieder gemacht hier für Sachen? Ja, die haben immer wieder den Busser in die Luft. Ist falsch mit euch. So. Ja, das ist doch gerade den Berg hoch. Ja. Auf dem direkten Wege zu dir. Alter Junge. Ist witzig, ne? Mag die Steuerung von dem Ding nicht. Ja. Ich so. Das ist bisschen sehr. Oh. Guten Morgen. Können Sie landen? Natürlich. Ein Profi. Genau so kann ich auch fliegen wie ein Profi. Komm rein jetzt. Okay. Wo bist du hin? Ich bin drin, ha! Hä? Hätte aber rein telefoniert, Leute. Ja. Tracer, Main. Was machst du, Alter? Wee. Jo. So, wo ist dieser Jet? Wo ist dieser Jet? Stück Luke. Vielleicht auch nicht. Okay. Beschädige den Jet. Was war das? Bumm. Einfach Bumm. Einfach Kacki. Einfach Bumm. Noch mehr Bumm. Der steht oben oder ist der unten? Ich glaube, der fliegt gerade, ne? Ich weiß, dass er fliegt. Oh, eben so. Kann ich nicht sehen. Über dem Ozean, wo ist denn der Typ? Der ist echt über den Ozean. Also der fliegt gerade tatsächlich sogar. Jetzt ist er wieder auf Land, jetzt auch unter uns wahrscheinlich. Unter, moin. Bisschen hoch sind wir. Stark. Ah, ich seh ihn. Moin. Moin, der Sturzflug. Ja, siehst du ihn? Ich seh ihn. Sehen sowas von. Sollen wir ihn schon nur beschädigen oder auch zerstören, ist die Frage. Schädigen. Der wird rot angezeigt, der wird in die Luft gejagt. Wo ist Erik hin? Schauen, wann Essen fertig ist.
Flur spielen. Dafür ist er voll mute. Yep. Erik ist immer voll mute. Kannst du ihn anschießen, den Jet? Ich kann nicht mehr schießen. Ist Erik noch in der Sitzung? Ich glaube ja. Ich wurde gekickt. Nein. Doch, ist ein. Nein, Erik ist nicht dran. Okay. Kommt dann nicht mehr so schnell wieder. Nicht mehr. Hallo? Flieg einfach gegen so. Einmal nach unten, ist weg, ist er. Warte. Hüserei hält nicht viel aus. Yippie! Okay, vielleicht ist er von oben rund. Auf ihn. Erstmal wieder hochkommen. Erstmal hochklettern. Der soll Steuerung klarkommen. Hab ich? Nö. Ja, ist ja ausgewichen. Mach hier Ausweichmove. Warnschüsse hier. Aus dem Aal. Wo hab ich getroffen? Wurde beschädigt, ja. Aufgabe bestanden. Wir mit dem Deluxe da hinten. Ich hasse diesen Deluxe, ne, diese Kacke, dieses Ding. Ja, also PvP fuckt ja schon hart ab, aber für Transportion genau, finde ich halt den Oppressor halt noch ein bisschen besser. Der Helikopter-Main, meinst du? Ich finde halt Deluxe Alter, ich den kannst halt auf Wasser nehmen, den kannst du auf Land nehmen und den kannst du halt in der Luft bringen. Der betrunkene Boss, I guess. Bisschen schwanken dies das. Ja, das Ding steuert sich ja so leise. Ist ja illegal mit Controller. Soll ich den Savage holen? Den nehmen wir diesen Treffen wahrscheinlich, wegen längeren Raketen. Aha! Oh! Ja. Der spielt mit Hydra, Alter! Der raucht sich mal! Seine Hydra hätte ich auch gern. Behaart betrunken, der Boss. Alter, was ist denn mit dir? Alter, also, das war mit Absicht! Nein! Kannst du doch keinem erzählen! Vielleicht ein bisschen. Junge, wie schnell ist der Scheißjet? Ihr seid da hinten! Der ist nicht mal schnell. Die ist einfach nur kacke. Flo kann einfach nicht mit dem. Ich kann mit dem Ding nicht fliegen, Alter. Fliegen. Ich glaube, wenn du was noch zu tun ist das Ding leichter zu steuern, bin ich ehrlich. Meinst du? Ja. Ich sehe schon, ich steig ja gleich ein, schließ Controller an, einfach. Leichter als alles. Mach halt. Nein. Wie ich nicht getroffen? Oh, ist nicht gut. Wieso funktioniert Aim Assist nicht mit dem Ding hier? Ja, er dreht sich so zum Gegner, Alter. Wäre witzig. Nein, wäre nicht. Oh! Easy, Alter, easy. Er stürzt ab, endlich. Folge dem Jet zur Abschutzstelle. Ja, Moin, er fliegt ja nur eine halbe Stunde. Alles gescriptet hier, das geht so nicht. Jetzt sind wir gleich abstürzen, das können wir im ersten Schuss. Wir sind zu schnell. Akula ist zu gut. Digga, der stürzt, der soll abstürzen. Nicht nach oben. Was ist denn mit ihm? Hä? Junge. Hauptsache Raketen auf der Nacht schießen. Ist ja so. Zu kann ich. Ey. Ah ne, sind deine Raketen. Ey, da gerade sind zwei Teile kaputt gegangen. Profi. Wow. Stark. Dive down and Modul Cockpit. Yeah, yippie. Yippie. Ab ins Wasser. Hui. Ich bin gestorben. Ab ins Wasser, ui, ich bin gestorben. Ich bin im Wasser gestorben, hä? Der Landesen geht hier auf Wasser, kriegt aber auch Fallschaden. Lande mal im echten Leben aus der Höhe auf dem Wasser. Kriegst auch Fallschaden, vertrau mir. Nee.
Glaube nee, ich nicht. Nee, nicht, dass du immer von ein paar hundert Meter, wenn du so auf Wasser fällst, ne? Nee, glaube ich nicht. Fall Schaden deaktiviert, okay. Ja. Mindestens. Hui. Soll ich fliegen, Flo? Getrau mir, diesmal fliege ich besser. Musst nur herlaufen. Das sollte nicht passieren. Das schaffe ich. Flo, da kann man begegnen, ne? Das weißt du? Ach, die Luft so regelt. Mein Ziel ist erstmal Basis ankommen. So. So, guck hier. So. Easy. Okay. Fisch. Was? Mastruber-Ding. Drücke. Kannst du schießen? Ich kann schießen, wenn du Tarnmodus rausmachst. Wie sieht das Ding direkt wieder 10-mal schwerer? Wo ist denn der Helikopter? Ich kann aber anscheinend nur. Ah, ich bediene die MG da unten. Er müsste unter mir sein. Ist über dir. Ist das ein Kack hier? Ich kann dich da oben. Sehr unter dir. Ich sehe ihn zumindest nicht. Ja, weil wir dumm sind. Bester Flieger EOS, Alter. Der ist der beste Flieger EOS. Im Tarnmodus fliege ich das Ding 10 Mal besser. Ist so. Sind über uns, sind die. Wo sind die über uns? Das müssen wir testen. Sieh nur, wie du diese Minigun der bewegst. Das ist so ein Scanner. Ich weiß nicht, wo wir sind. Wo mein vorne ist. Ich sehe es nicht auf der Karte, wo ich da gerade hinschaue. Ich meine, das ist vorne. Das ist vorne, ja. Schieße ich überhaupt? Nein. Sämtliche Bordwaffen sind deaktiviert. Ah, ja. Wir werden die Welt bis nach oben geflogen. Ja. Bis dahin, wo der Heli nicht mehr hinkommt. Da ist der Heli mal hinweg. Halt still. Okay, halt still. Ich sehe euch da unten, definitiv. Scheiße. Digga, machst du gerade Saltos? Das sieht nicht gesund aus. Genau, so fühle ich auch, aber wenn ich in diesem scheiß MG bin. Hilfe! Das ist ein Heli. We can try it. Alter! Ich kann nicht bitte nach oben. Digga, welche Achterbahn fährst du hier, Alter? Die ich auch fahre, wenn du fliegst. Ich kann da hinten schießen. Kriegt man das Ding so? Wird schon. Jetzt hier, was unsere Tour ist. Okay, ne, ich bin Controller. Weiter. Björn. Ich hab Björn gerade gesehen. Hier runtergesprungen ist, egal. Ab nach unten, Flo. Okay. Okay. Hibi. Björn, fang mich. Ich bin im Bunker gerannt irgendwie. Das juckt mich nicht, fang mich. Wenn du mich nicht fängst, bist du schlechter Freund. Fang ich mich in aller Sequenz. Digga, was ist denn mit dir? Was fängst du mich nicht? Schlechter Freund, entbannt. Was ist der entbannt? Gebannt. Da geht's in den Defender hier ein. Gerade geht nicht. Versuch. Warum nicht? Obwohl, warte mal. Was ist das jetzt? Frech. Wem gehört das Fahrzeug hier? Ah, oh, wir wahrscheinlich. Warte. Nee, wenn es ein Luxus, ja. Die Property, this car is not my property. Ne, wenn ich gleich höre, your personal Fahrzeug ist Björn, mir kannst du vertrauen. Ich hab noch nie ein Auto von dir gemacht. Ja, Nico, vertrauen. Bei, einfach nur beim Fahren. Kann ich Nico, wie hast du den Channel fahren? Wieder zum NSF, wieder den NSFW-Channel ausgemacht? Hab ich? Irgendwie schon. Nee, ist ja nicht. Also Memes ist nicht. Memes ist noch NSFW. Oh. Stark. Kann ich ein Auto zerstören, indem ich über ein Wasser X drück?
frage ich mich. Eigentlich ja nicht. Ist es nicht kaputt? Ich krieg's bloß nicht mehr aus dem Wasser raus. Kaputt, Nico. Ist kaputt. Es ist nicht kaputt. Halt den Maul. Es ist nur nicht kaputt. Nico, es wird nicht auf der Karte angezeigt. Es ist halt den Maul, es wird dir auf der Karte angezeigt. Nico, ich glaub, es ist kaputt. Ja, nee, komm, genau. Ich hab, Stechmesser. Ja. Triff mich halt. Nein, hallo. Warum werde ich aus jedem Fahrzeug rausgeworfen? Soll die Scheiße. Weil ich in der Mission mit meinem Fahrzeug nicht reinkommst. Nein. Was geht hier los, Nico? Das Auto ist noch gefahren kurz. Was? Was machen wir? Was geht hier los, Nico? Wir sind auch Waterman. Bier in der Waterman. Ende. Waterbieren. Richtig Schaden? Nee, kann ja gar nicht. Nico, Nico. Ja? Okay. Stark. Fahr! Was denn? Ich hasse dich. Er ist mal losgeflogen. Digga, ne? Ja, ja, Nico. Ja, Digga, wie du Gott im Auto drin hast. Pussy. Ich geh jetzt zu Flo. Flo ist besserer Freund. Hab keinen Gott im Auto drin. Ja, imagine. Du hast 4 Sterne. Ich hab keine Sterne, also. Ich hab halt Syntax mit eingeladen. Egal. Du willst schon Dave nicht annehmen. Ehre kommt eh nicht, also juckt. Warte, warte, noch, Digga! Verdient, du Bastard! Mann! Imagine, du konntest keine schwere Panzerung kaufen. Der, jetzt fliegen wir einfach. Oh, pink ist badass. Imagine, du bist orange. Ja, besser so. Bin ich mal ein anderes Fahrzeug? Nee. Ja, wo weißt du das? Scheiße. Scheiße. Einfach. Ich nehm den Avenger eigentlich, aber egal. Wäre langweilig so. Ja, ich baue den jetzt erstmal auseinander und dann wird draußen wieder auf. Ah, okay, ja. Teleportier den doch einfach hoch, ey. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Ist gut, dass wir alle denselben Skin haben. Skin oder Veteran? Nee. Wenn die Namen nicht wüsste, man nicht wer ist. Das ist der Edda, das ist ein Bugatti. Digga. Junge. Imagine, deine Tür fehlt. Digga, ne? Du kannst ja nicht ran, Edda. Muss ich mal aufhören, ich rutsch hier rüber hier. Junge, das ist die Geländefahrzeug hier. Nico, das einzige Geländefahrzeug hier. Geländefahrzeug? Du hast keine Geländereifen drauf, deswegen hast du nicht viel Grip. Ja, wir haben Geländereifen drauf. Aber wer braucht Grip, wenn ich Drip hab? Genau, ich find's krass, dass Reifen trotzdem was ausmachen. Willkommen im echten Leben. Ja, das steht ja aber nirgendwo, das ist halt. Aber man merkt, wenn man muss fährt, ja nicht nur irgendwo stehen. Diese, ja, nee, du hast jetzt die neuen Tunings-Reifen drauf, dann bist jetzt schneller, ne? In Beschleunigung. Ja. Schön. Besser so. Ich denke einfach nur welche Reifen und die besser aussehen. Ich nehme mal, weil wir Sportwagen hatten, die halt Sportreifen. Gelände. Ja, okay, auf manche habe ich auch Gelände, aber das sind mehr so gepanzerte Sportwagen. Sowas wie Nico, so mäßig.
Digga, piss dich mal, Hurensohn. Mann, Björn. Digga, wie einmal ein Kriegerpferd, Alter. Digga, wie du einfach kein Krieger fährst. Einer der schnellsten Fahrzeuge im Game. Ich flieg. Nee, ich wollte fliegen. Nein. Ich will fliegen. Okay, der Flieger kriegt weniger Prozent, wenn er da ist. Gut, Problem gelöst. Okay, gut. Wenn's geht, brauchst du auch gar, mir gar nichts geben. Flo? Ja, kann ich machen. Ich glaube, ich mach nichts. Okay, dann fliegst du halt so mit. Gut. Bei mir war Björn aber auch gerade draußen. Ja, aber Flo, was machst du da unten? Was macht Björn da unten? Bei mir war Björn einfach rum. Bei mir ist Flo da unten. Flo da unten. Einer von uns bei ihm rausgekickt wird. Okay, jetzt ist wieder normal. Augen die Triebwerke schon oder sieht das immer so aus? Das sieht immer so aus. Ich dachte auch gerade. Nein! Oh nein! Habt ihr MGs oder so? Gut, dass du fliegst, Nico. Ja, muss. Ich hab MG. Flugabwehr zerstören. Auch so ein MG. Nee, ich hab kein MG, oder? Doch, ich hab ein MG. Ich muss, glaube ich, Bombenschächte öffnen. Und jetzt einfach bumm. Bumm. Nee, hä? Digga, muss nicht Bombenschächte benutzen. Mit Leertaste muss ich werfen, okay. Muss ich zerstören, die roten Dinger da, ich komm da nicht hin mit meinem Visier. Ich komm da auch nicht hin, Nico macht irgendwelche Betrunkenen. Nico hat den Beispiel mein Fußgeld von genommen oder was? Das geht nie ab, Alter. Ja, ich hab einen zerstört. Muss unten und oben. Okay, hier. Danke, nein, Spaß. Jetzt war ich da kurz unten. Okay, hier. Ich seh Gott, Alter. Ich bin Gott. Wahrscheinlich. Ich bezweifle, dass ihr die zerstören müsst, weil wahrscheinlich fliege ich die ganze Zeit im. Tatsächlich können wir die auch zerstören. Ja, das Problem ist. Ich halt nur verdammt schön. Nur ordentlich fliegen. Du musst halt irgendwie so fliegen, dass ihr die trifft. Ihr die treffen könnt. Darf Björn. Oh, da vorne. Ja, ich komme da immer noch nicht hin, muss ein bisschen höher fliegen. Ah, die hab ich voll was mitgegeben. Oh, easy, Alter. Der hat kassiert. Richtiger Bot. Ist viel zu weit unten geflogen. Ja, ich hab. Achso, oben ist Flo und unten ist Björn. Ah, sag. Ja. Ah. Ich wechsle Flo kurz, ist besser im Aim. Okay, ich kann den Platz nicht wechseln. Ja, okay. Ja, komm. Ding. Unter uns. Komm. Wer es kriegt Prozent mehr, wer da ist. Das hab ich nicht gesagt. Sowieso nicht, Digga. Das hab ich nie gesagt. Das hab ich ja nie gesagt. Einfach verfehlt. Ha? Nee, ich nicht. Ha. Krieg Prozent mehr. 1%. Kriegst 0,001% weniger. Du bist frech. Nur weil ich Junge, treff den nicht. Prozent mehr. Junge, wie wenig Schaden macht dieses Geschütz, Alter? Hä? Ich spring gleich raus, Alter. Ich box die Dinger gleich aber kaputt. Box die kaputt, Digga, er tritt so gegen, weg. Alter. Warum muss ich irgendwie mit einem Team spielen hier? Kann ich jeder einfach einen eigenen kriegen? Wäre viel leichter. Ich gebe den Akula, ich flieg genauso gut wie du hier, Alter. Genauso fühlt sich das ja nahe, also, als wäre ich gerade ein Pilot im Akula. 1:1. Einfach zerstört. Nicht so Bomben ab oder was? Ich kann Bomben abwerfen, ja. Das Problem ist, da kommen jetzt ein paar witzige Helikopter, die nicht so witzig sind. Ah, die kann ich hier. Ah, ich einfach gedodged. Outplayed, Exe. Einfach outplayed. Ich darf nicht nach hinten schießen, ach Digga, das ist so ein Scheißflugzeug. Das ist nicht so ein Kackding. Digga, das ist so richtig kacke, Alter. Ich kann nicht nach hinten schießen, ich kann irgendwo schießen. Warum nehme ich einfach meins, Alter? Ist halt echt so. Erstens hast du eine geile Lackierung. Und zweitens hast du eine bessere Lackierung. Einfach alles besser. Alles besser, ja. Du musst noch 7 Stück zerstören, Digga. Ich hab doch gar keinen Bock, ne? Diese Mission auf den Erdweg zu. Ich stehe jetzt noch vor, dass hier mit Erik. Nee. Menschen. Erik, Oh. Ich hab ihn nicht bekommen. Sein, oder? Was ist das für eine Logik, Digga? Ihr haltet 10 Schüsse aus, die Teile. Ist echt so, Digga. Ich dachte, diesmal weniger Leben geben würden. Ja, perfekt, 1 zu 1 jetzt. Nur noch 6 Stück. Yeah!
Motivation, Yibi, nur noch 6 Stück. Bam, Junge, fertig. Yes. Okay, dann nicht. Wo ist jetzt nicht, dass er so langsam ist? Oh nein, halt dein Maul, das ist definitiv irgendein Kampfjet. Hydra oder so. Nein. Zum Glück, Digga, zum Glück. Ich wäre gleich ausgerastet, wenn das nicht gezählt hätte. Verstehe ich. So, ist der nächste da. So, die Scheiße jetzt. Hier sind, glaube ich, ein paar Gegner. Ein paar. Ja. Nee, noch 3 Stück. Hinter uns. Kleine Wichser. Kleine Erex. Ich sehe nichts. Ja. Ja, als wenn der da unten ist, Digga. What the fuck? Nee, das Ding fliegt auf einmal. Fliegt neben uns jetzt. Nico, Nico, ich sehe nichts. Da, da. Vorne, perfekt, perfekt, perfekt. Hm, ja, okay. Gedodged. Ah, einfach gedodged, die Rakete. Hätte Erik nicht geschafft. Bin ich froh, wenn wir das hier fertig so haben, Alter. Der Kacke, ich glaube, die Jets. Kurz die Jets auch dodgen. Ease. Oh, da, da, da. Auf dem Berg. Ja, ja, vor uns. Das sind Juden. Ja. Zum Glück habe ich die Juden bekommen. Da oben, so. Da oben, vor uns auch. Da oben, da oben sind noch mehr Juden. Letzte Björn. Oh mein Gott. Ich dachte, das zählt nicht. Ja, nee, es hätte noch gezählt. Die eine Rakete ist direkt daneben gelandet. Egal. Fertig, easy. Easy, ich habe sehr viel gemacht. Rauf springen jetzt auf den Schreck. Darauf. Ey. Darauf erstmal Drehung. Digga, ist glaube ich das größte Flugzeug, ne? Glaube ich auch. Darauf erstmal noch eine Drehung. Wieso ist die ganze Zeit in der Räder ausgefahren? Ne, ich habe die gerade ausgefahren, weil ich dachte, wir können hier direkt in Centro vorne landen, aber. Warum schaffst du, sonst kannst du ja nicht richtig landen. Ja, ist mir auch schon mal passiert. Digga, der Schatten da unten. Einfach ganze Stadt. Ich hab gar keinen Schatten. Also das Teil hat da. Ja, der ist ziemlich weit weg gewesen. Wo ist Matas die Landebahn? Weil ich müsste sich jeder so ein Ding holen und alle nebeneinander fliegen. Übereinander. Nebeneinander, übereinander so ein Viereck machen. Aber jetzt kann man ja schon mal rausgehen hier. Ich werde überhaupt nicht. Extra nochmal W gedrückt. Nur spielen ja. Überrollt wird. Du Ehrenlose. Gleich wieder in den. Hä? Ja, Mann. Ja, Mann, hier. Zurück, ja, Digga. Ja, ja, Digga, wir müssen. Ich fahr mal da hinten so. Björn, gar keine Chance, willst du eigentlich? Digga, wer bin ich hier? Logik von der Exe. Wo ist mein Krieger weiter? Das ist nur so eine andere Frage. Wo ist der hin, Alter? Wo zerstört? Die spawnt. Wer sind die? Kevin. Ist echt eine Kevin. Du bist eine Kevin. Warum habe ich meinen Helm nicht mehr auf? Bei mir habt ihr beide eure Helme auf. Bei mir hab ich meinen Helm nicht auf, aber ihr beide. Mag ihn nicht. Digga, ne? Ich hasse dieses Spiel. Wieso? Immer wird es geupdatet. Ja, vielleicht nur alle 20 Monate. Easy Platin. Hä, was? Wie? Einfach. Digga, er ist hinten im Volato. Die ganze Zeit ist er nur am Champagner trinken, macht nichts. Ich flieg Björn, zerstört alles. Ich hab auch einen zerstört, ja? Unverdient. Übel verdient, kriegst 10% weniger, so, Problem gelöst. Kriegt Erik 10% mehr oder was? Nee, krieg ich 10% mehr. Oh, nee. Abgelehnt. Mein nicht bereit. Okay, ein Problem. Ich hab halt doch mehr Prozente. Ja, wird aber schwerer zum Abschließen, ne? Macht das alleine, hallo? Ja, macht das alleine.
Ja, aber Erik stirbt einfach hinter dir. Soll das jetzt Aggression bekommen oder was? Nee, ich flieg jetzt ein Kackflugzeug, Digga. Oh, scheiße. Jetzt hab ich Angst. Dann mach ich jetzt C4 an. Warum ist hier auf einmal ein Cargo-Wurf? Sehe. Mein Krieger ist echt zerstört, wie ist mein Krieger zerstört? Was? Ja, andere Spieler in der Lobby. Erik war das. Nico, guck mal vorne an meinem Rotor dran, da klebt was. Guck. Bin ich hier zurückgelassen? Ne, ich wollte nur ab. Ich dachte gleich, er macht diesen Joke so. Guck mal, was vor mir an der Spitze klebt und dann rammt er mich um. Dann bin ich an seiner Spitze. Ich will mal gucken, wenn ich einen NPC ramme, ob das explodiert. Bedeutet, die fahre jetzt erstmal mit dem Flugzeug auf der Straße. Flugzeug Legend. It's a normal day. Den will ich haben. Ach kacke, das Ding ist so wendig. Nicht wendig. Warte doch. Digga, der fährt im Kreis. Einfach wie ein Plate. Der hat schon gesehen, dass ich vorne eine Nachbombe habe. Warte doch mal, der fährt da. Warte, er hat da wirklich eine Nachbombe dran. Das wusste ja, wohin ist es. Der fährt dahin, wo er gekommen ist, hä? Ach, gekommen. Junge. Komm, bitte explodieren. Nee, aber wow. So, warte. Der doch stehen. Soll ich mal witzig sein? Jetzt fährt er schneller, Digga. Ach, Digga, scheiße. Björn. Ja, warte, ich bin kurz weg. Ab zur Basis meinst du? Ja. Jetzt sind noch die heiß übrig und beide Leute sind AFK. Stark. Aber keine Ahnung, was Erik macht. Ne, Erik, Herrung. Mach mich jetzt alleine. Kriegen wir mehr Prozente? Kriegst du mehr Geld? Immer nur alleine. Mehr Geld. Das ist gar nicht mal so schwer. Meinst du? Das ist echt einfach, ja. Bisschen Durchfall, dann nicht das. Okay. Kannst du wieder deine Akula holen? Nö. No. Ich habe Akula-Verbot. Du hast Akula-Verbot? Mhm. Ist nicht gut. Aber ich kann. Das da holen. Dann hol. Markiere, wo du hin musst. Da hin. Okay. I see. Oh, Flo. Das ist kein Okula. Ich glaube, ich gehe nachher. Gehe ich jetzt auch oder nachher? Mal gucken. Flo. Ich weiß nicht, was mit der Tarnung passiert ist, actually. Und warum hast du einen Volato geholt? Warum ist über uns. Anderes fliegendes Ding? Warte mal, ich hatte nur noch 103 Millionen. Hatte ich nicht noch vor ein paar Tagen 130? Was? Wo ist denn 30 Millionen jetzt hingegangen? Wo? Gesundheit. Hab's leider nicht bekommen. Dankeschön. Warum? Ich fliege jetzt das Ding. Das wird klappen. Digga, ich kaufe jetzt gar nichts mehr, Alter.
bin einfach schon arm. Obwohl, warte, Flo, bevor du da irgendwas machst, ich stelle mich lieber in die Mitte, weil wenn das ganze scheiß Helikopter auf einer Seite. Jetzt sind wir hier weggeflogen, Alter. Komm. Och nee. Nee, warte, ich stelle mich auf einen Flügel, komm. So, fahr. Na ja, gut. Nein! Oh. Nein! Es gibt einen Bann. Ich könnte jetzt einfach abschießen mit der Rakete und du willst im Wasser. Mach ich aber nicht, weil nämlich dann kriege ich weniger Prozente. Gar keine Prozente. Das ist zu Zuschauer. Ja, theoretisch haben wir jetzt nur noch die heißen, dann ja. Abgegrieft hat ein neues Video hochgeladen. Lol, muss ich schauen. Anne. Da, das wettet einer auf die Herausforderung. Wer? Ja, Digga, 700 ich mach 100 Metern, Alter. Ja, Digga, ich schaff, ich mach die 3000 Meter voll, Alter. Ja, wahrscheinlich. Mach ich mit, Alter. Oh, das ist nicht gut. Ich darf dich mal höher. Das Geld wenigstens gebrauchen. Darf dich mal höher. Geht noch höher, noch geht's, noch geht's noch, da geht noch was. Da geht noch was. Ja, kannst auch mit hochfliegen hier. Ich sehe dich da oben, weil dieses Blatt. Ausflug! Abflug! Jeet. Er macht die Schraube! Er macht die Schraube! Wuh. Yeah! Ich kann noch nicht mal hoch, mein Motor ist kaputt. Er macht die Schraube, Alter. Wuh, 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 wuh. Er wird immer schneller. Einfach putt. Geringverdiener abgezogen, den Typen. Ich bin sogar auf dem Berg gelandet, wäre ich nicht auf dem Berg gelandet, würde sich ganz passiert werden. Ich hab nur noch 6 Minuten, ist nicht gut. Der Björn. Ja, naja, man kennt ihn. Mein Heli ist ausgefallen, ich wäre noch viel, viel höher gekommen, aber der Rotor ist ausgefallen. Der keinen Bock mehr gab. Mal jetzt auch hier noch mal so ein Akula. Ja, Akula. Oh, ich hole mir den Akula. Spring ab spätestens 3 Minuten. Hol ich mir den Volatol? Volatol! Volatol! Muss ich holen. Akula? Ja, komm, ich hole den Akula. Nur noch 5 Minuten, Digga, ist für knapp. Man kann cool auch mal spawnen, Alter. Keine Hure. Nee. Nö. Bann. Guck mal, wie hoch ich damit komme. Ein geeigneten Ort in der Nähe. Okay, ab 4, perfekt. Nur, geil, ich darf nicht weitermachen. Ich darf das gar nicht versuchen, bis ich da bin. Ach, der Schmutz. Was denn? Ab ich darf mit dem Buzzard anfordern. Mein Akuda steht beim Casino und ich bin auf dem fucking Berg. Da gibt's keinen leichten Ausweg, ein Scheiß, Alter. Gibt sowas von.
ich spring jetzt, weil ich witzig bin. Na, ich bin direkt neben dem Helikopter gelandet, man kennt ihn. Ich spawn ja, einfach. Hä? Wo bin ich denn gespawnt? Holy shit, Björn! Was denn? Björn. Hast du 3000 Meter? Vielleicht. Ich glaube, das höchste, was geht. 3600 oder irgendwie sowas. 2000 definitiv. Digga, was macht mein Charakter? Nee, komm. Digga, ich würd's so fein, wenn Nico jetzt stirbt, ne? Nee, das wär übel, das wär übel gut. Nico, sterb mal. Okay, warte. Ach, Digga, Schmutz. Einfach 1100 mehr. Imagine! Digga, ich toppe dich jetzt so hart, Nico, ne? Echt jetzt? Ich werde dich jetzt so zerstören, ja, ich muss noch hochfliegen. Okay, das will ich sehen. Wenn du das schaffst, Digga, dann kriegst du 1% mehr, weil da ist. Ich bin gar kein Prozent. Digga, du kannst nicht mal 1% geben. 1% mehr. Das geben. Ist egal. Einfach für den Flex, dass du mental 1% mehr hast. Ja, ich spring bei 30 Sekunden raus oder so. Ich schaffen. Gregor hat gesagt, er will heute RP spielen, trollen. Irgendwas haben wir nicht an. Stark. Stark, Gregor. Bring ich am besten in irgendwo, was richtig flach ist. Erik mal wieder der Geringverdiener. Echt so? Macht er die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Wichsen. Wahrscheinlich stimmt das sogar. Auch seine Schwester. Digga. Digga, ich hab immer noch einen Stern. Das ist ein fucking Stern. Okay, wir machen einen Deal. Bei einer Minute spring ich runter. Nee, spring, wenn du Bock hast. Digga, aber ich, Digga, die Map ist schon voll klein. Ja, war sie bei mir auch. Ja. Ein bisschen besser. Ja. Okay, kann ja sein. Es gibt irgendwo so, kennst ja auch nur diese 10 useless informations, da gibt's ja irgendwo so eine Stelle, da steht hier, diese Datei existiert nicht oder irgendwie sowas. Was? Achso, ja. Du musst bestimmt auch Spaß machen, wenn du Mod-Menü geht ja offline hast, kannst du überall rumfliegen und alles erkunden und so. Nö. Hatte ich auch mal, aber fand ich jetzt nicht so krass. Ja, jetzt ist die Zeit gekommen. Bitte nicht von meinem Router zerschmettert werden. Oh, zum Glück, Digga. Wer wird's? Wäre nicht das erste Mal gewesen. Ja. Ah, weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Oh, Junge, ich glaube, das schaffe ich echt nicht. Ich glaube, da warst du wirklich viel zu hoch, Nico. Ich glaube, ich bin einfach viel zu früh rausgesprungen. Ich bin hier schon bei 4 Minuten oder so gesprungen. Oh, Junge, das wird zu knapp, das wird zu knapp. Schafft er es? Wird er es schaffen? Oh mein Gott, ne? Hast du es? Nico, ich hab's nicht, nein, ich hab's nicht gedacht. Guck mal, wie wenig mir gefehlt hätte. Yo, was? Das sind 20 Meter. Digga, immer 3000, Digga, dafür hab ich 3000 Dollar bekommen. Diesen Scheiß. Björn. Ich hab auch 6000 Dollar bekommen, easy. Ich musste alles an Flo abgeben. Ich habe 1500 bekommen. Deswegen hab ich 3000 bekommen. Der Profi-System getribbelt. Du kriegst einfach 6000. So ein Bastard. Der macht dich mal was. Und der kriegt einfach alles. Der wusste das, Digga. Der hat uns zu fliegen lassen. Ja, hat er auch. Flo, der Witzige. Easy. Wie so tun? Flo, Digga. Demon plays. Ey, aber ich hab das Geld wiederbekommen wegen Sikoro Surf. Trotzdem eh. Das macht mich traurig. Der Bus ist halt, muss laufen.
Lass mich doch in Ruhe, Polizisten. Ich hab nur meinen eigenen Heli. Lass mich ruhig, ihr Polizei. Junge, ich hab da nur wahllose Menschen getötet. Ich lass es nicht, mich doch einfach in Ruhe. Das Ding ist, ich will die Heist jetzt spielen, aber Erik, das ist ja irgendwie die ganze Digga. Zeit AFK. Ich meine, Erik wird wahrscheinlich während der Heist auch AFK gehen. Ja. Das stimmt halt leider. Also mir geht's ja persönlich nur noch um den Spielspaß, ich brauche ja kein Geld. Also wie viel, ist das die beste Heist, womit du am besten Geld verdienen kannst, aber es ist am aufwendigsten, ne? Nö, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, Dino ist besser. Dino bringt mehr, ja. Die wer? Ja, die macht nicht so viel Spaß. Aber ich finde die Casino übel geil. Wieso machen wir den? Ja, weil Nico die Basismission spielen wollte und... Erik wollte, dann haben wir angefangen. Achso. Ich meine, aber dafür da... Erik, ich wollte gar nicht. Wer ist deutsch? SZ. Mit dir möchte ich nicht mehr reden. Wurde ich rausgeworfen? Mit dem Typen möchte ich nicht reden. Erstens Caps und zweitens Caps. Zweitens und drittens... Und Leute, der schreibt meine Lobby ist clear. Ja, das ich lade dich einfach gleich ein. Ist ja Weltuntergangsmission und Erik lade ich auch rein, gucken, ob der annimmt. Sehe ich schon, den nimmt einfach an. Die ganze Zeit wieder da. Ja, zu dritt machen oder was? Vollmute. Ja, wenn Erik nicht da ist. Wir wollen die danach nochmal bei Nico machen. Ja. Weil wenn du diese, ich glaube, eine Vorbereitungsmission davon machst. Eine bestimmte, dann kriegst du die Akula für eine Milde weniger. Ich meine, die hat Raketensperrfeuer. Dann fliege ich mit meiner Akula neben deiner Akula, ich glaube, ist eine gute Idee. Das Problem ist halt immer noch, ich will meinen Savage nicht verkaufen, weil der ist so extrem scheiße langsam, aber er hat halt die Explo-Minigun. Die Savage. Oh, die epische Flucht. Epische Verfolgungsjagd hier. Oh, gedribbelt. Oh, da ist Flo in der Falle. Was tut er? Oh, er hat Alienwaffen. Oh nein. Kommt mehr Polizisten. Gedribbelt. Er flüchtet in seine Basis. Ist nicht gut. Richtige Geschminkverdiener. Geschminkverdiener. Mhm. Eine neue Dilara auf der Schule. Echt? Geil. Ja, aber eine richtige, Digga. Bei euch in der Klasse. Kannst hier Emma. Nee, nicht in der Klasse. Kannst du wie Emma. Nee, die ist irgendwie siebte oder so. Kannst du wie Emma vorstellen, nur. Schlimm. Nur zweimal die Schminke drauf. Oh. Welche Klasse ist die? Also, sie sieht nicht schlecht aus. Nein, siebte, achte. Fünfte, okay. Sieht nicht. Ja, niemand Lukan, Digga. Oh, ah, Kindergarten. Gut aus. Lukan so. Oh, die fünfte Klasse sind ja gut. Ich glaube, da kläre ich mir eine. Ja, Lukan hat ja mit seiner Freundin Schluss gemacht, ne? Das juckt mich absolut nicht. Aber ich glaube, ich setze mich irgendwann mal einfach einen Unterricht dazu für euch. Was? Würde dezent auffallen. Wir haben auch einen neuen Schüler, aber der ist nicht so einer, der so ein bisschen mitten in der Gruppe sitzt oder so und dann sich ein bisschen, also, weißt du, mit intrigiert. Ja. Integriert. Und, der steht einfach nur random auf der Bank und alles was macht nichts. Das ist der aus der 10. damals, der immer so, weiß ich nicht, der hat immer so wütend geguckt und so. Was? Schick mal Bild. Er ist ein ganz langer, der heißt Falco. So kann sein, dass du Florian kennst. Hab ich schon mal gehört, den Namen. Das mag ihn absolut nicht, der ist übel unsympathisch. Ich finde den auch übel unsympathisch. Der Name hört sich schon unsympathisch an, also same. Der ist actually unsympathisch, ja. Digga, Sarah hat ja auch eine Partei gegründet, denn das ging übel den Bach runter. Was hat die gemacht? Der hat 2 dafür bekommen. Ach Digga, weiß ich nicht, die wollten mehr Geld für Harz oder irgendwie sowas machen. Ich? Jo, einfach System gedribbelt. Imagine arbeiten. Also ich hab Björn eingeladen, ne? Ja. Ja, hast du? Ja, Wo warst du wirklich? Bör, imagine. Imagine, du bist zuletzt dran. Imagine. Ich hoffe, okay. Wait. Erik ist nicht mehr im Fullmute. Er hört uns zu. Erik, du Bastard. Der ist schon lange nicht mehr voll Mut. Fuck. Digga, was ist denn heute mit dem Deutsch los? Was ist denn heute mit Erik los? Was ist denn heute mit 2 bis 4 Spielern los? Mach das alleine. Echt so? Ja. Wow, Digga, wie ich auch nur 15% kriege. 1,5 Millionen nur? Ja, und 1 Million für mich,
25.000 für dich plus das erste Mal Spiel, das heißt 400.000 für dich, das ist fast eine halbe Million. Ich denke, es kommt sowas wie 3 Millionen, richtig krass. Nein. So, hast du schon eine halbe Million, du hast einfach schon 300 Millionen für Vorbereitung ausgegeben. Ich kann ja alles durchlesen, was man hier alles machen muss. Immer mal bereit hier. Ich mach nicht bereit. Okay. Nico kicken. Müller. Ja. Also es wäre mehr Loot für Flo. Meinst du? Ich verstehe nicht, warum Björn die 70% nicht kriegt. Er hat am meisten. Ja, ordentlich, Digga. Hab nur noch 100 Millionen auf dem Konto. Das Ding ist ja, Nico, du bekommst doch nochmal Bonus, gell, wenn du das erste Mal spielst. Ja, der ist 2,50 $. Hallo. Jetzt sind 200.000. Erik ist jetzt da. Ah, Junge, wie kann man so ein schlechtes Timing haben, Alter? Könnt ihr bitte noch kurz auf mich warten? Nein. Nee, so, Nico hat gemacht, das ist natürlich ungünstig gelaufen jetzt. Okay, bei 300 bin ich dabei, bei 300k. Hey! Der würde Flo weniger bekommen. Egal, bei 300k bin ich dabei. Können wir jetzt ohne Erik oder was? Weiß ich nicht. Mir egal. Mir eigentlich auch egal. Obwohl, dann krieg ich weniger Geld. Flo, dann krieg ich auch weniger Geld. Stimmt. Also, wir kriegen alle weniger Geld. Warte mal, wenn ich die jetzt 5% weniger abziehe. So, hier, so, easy, so. Problem gelöst. Hey, hallo. Hallo, nein, nein, akzeptiere ich nicht. Dann müsste ich ja, dann bekomme ich nur noch 900.000. Obwohl, nee, lass das mit Erik machen, weil Spielspaß. 800.000. Spielspaß mit Erik. Ich werd einfach arm. Ja. Ach, Digga, ne? Ja, kann ich gerade erleben, ich bin Erik. Ja, gut, Digga. Ich sehe nur die obere Leiste mal voll machen und die sich schon der Flo bereit machen. Ja, ich bin nicht dabei. Ja, okay, dann lass ohne ihn spielen. So, hast du schon Deutsch fertig? Hast du schon Deutsch fertig? Imagine, du bist Deutsch nicht fertig. Was für ein Lauch. Erik redet die ganze Zeit. Erik auf Discord, egal. Der Spieler erledigt jetzt ja deinen Job. Ich möchte nicht zuschauen, ich möchte mitmachen. Nee, du schaust jetzt zu. Der Probe. Erik, weil du Deutschland nicht fertig hattest. Du bist die ganze Zeit im Mute gewesen. Wir haben die Mission einmal gestartet. Digga, du kommst einfach wieder. Erik hat nichts gemacht. Erik, du hast kein gutes Timing, weißt du was? Und außerdem, Erik, wir spielen dieselbe Mission bei mir ja nochmal, also daher. Und außerdem, Erik, man kriegt nur 1,5 Millionen. Egal, Geld ist Geld. Nicht mehr du kriegst bei Erik, wenn wir Casino spielen mit Bargeld, kriegen wir schon doppelt so viel. Da muss ich letztens sogar denken, als ich Casino angesagt habe, jetzt hier so Blackjack easy. Ich habe ja, natürlich das gefährlichste Fahrzeug genommen, was man nehmen kann, ein Motorrad. Digga, ne, so richtig ein Chopper, Alter. Björn macht Stream. Ich hab Stream an, nee, ich lasse es nicht, ich guck doch lieber Nico zu. Digga, so ein Spasti. Hast du diese Person? Mann, was habe ich dir denn getan? Bloß weil ich noch nicht arbeitslos bin. Das glaube ich so zu gucken, indem du auf Freunde gehst und dann auf. Okay. Das ist aus Versehen, tatsächlich. Junge, ja, ich habe mich schon rüberfliegen sehen. Nee, ich war hier eigentlich so schnell. Normalerweise. Interessant, was ihr da hinten macht. Für witzige Sachen. Ich einfach mal vorbei. Ich glaube, der Krieger ist nicht so praktisch für so eine Strecke. Doch. Nee, da ist. Wow, clean, Mann, Motherfucker, Alter. Yeah, clean. It's more. Oh. Na, ich hab's auf die Straße geschafft. Alles, was zählt. Was zählt? Gute Sendung. Willi. Falsche Richtung. Alles, was zählt. Vielleicht soll kein Willi ziehen, wenn er geländig ist. Geländig? Oh mein Gott. Ich weiß, ob man in Fortnite ist. Digga, ich hasse die Ehre. Superman ist in Fortnite. Er steht auf Fortnite Gay Porn, genau wie Bendix. Genau wie NPC. Also entweder wolltest hast du gerade angefangen, ich Digga, zu sagen, niemand, oder Erik? Niemand Gregor, nicht NPCs, die NCPs. Die NCPs, Digga. Die Non-Character Playing. Du kannst vorbei, kannst okay. Vorbei. Oh, das ist nett. Ich hör dich eh nicht. Davon kannst du ausgehen. Wo ist Nico hin? Warum ist Nico so weit vorne? Ja, der ist von irgendwo rüber gesprungen. Ja, und wusstest du, dass man auch mit der Maus lenken kann? Ja. Digga. So. Erik, so kannst du lenken mit der Maus. So, mal. Aber oder einfach so. Ja, Digga, das ist richtig schlimm. Das kannst du auch beim Helikopter, aber... Digga. Nee. Da musst du eine... GTA zum ersten Mal. Ist echt so.
Hä? Ich support Erik einfach nur, damit er gebannt wird und ich recht hab, dass er gebannt wird. Ja. I don't need grief, but I need. Die ganz netten Mitspieler hier. Die hier richtig netten. Oh mein Gott, Digga. Ich dachte schon. Beste Fahrzeug für Bestes Fahrzeug für die Mission, meinst du? Ja, das war clean, Erik, clean. Warum nicht BMX? Björn. Hab ich überlegt, aber. Hab ich wirklich überlegt. Erik, hattest du das gerade gesehen, Digga, wie Cleanus Maximus das war? Ha, euer Weg, Fokus ist weg. Ne, egal, ich hab die Mission ein paar Mal gespielt, ich kenne den Weg. Okay, fuck. Ich nicht. Ha, imagine. Außerdem sehe ich halt diese blauen Fahrzeuge auf der Map. Ja, man muss nur zweimal Y drücken, denn. Mein Fahrzeug. Ich will wieder da oben hinkommen. Ach so, okay. Jetzt fängt die fast an. Auto, bitte hör auf zu. Junge! Mach nicht den Sack. Ich schieß doch nicht auf mich. Digga, ne, ich hab halt den Linksklick nicht mal losgelassen und hat einfach wahrscheinlich automatisch geschossen, weil ich schon zu lange überladen war. Also, du hast mich halt wirklich getroffen, aber du hast mir keinen Schaden gemacht, zufällig. Das ist eher. Ein Glück meinst du? Okay, wir nehmen verschiedene Fahrzeuge, okay. Ist auffallen. Warte, bist du ein Team in einem Fahrzeug, aber warte. Ja. Hä, ich hab wirklich Linksklick irgendwie losgelassen. Okay, dann habe ich anscheinend irgendwie Linksklick losgelassen. Naja. Den hier machen. Lass mir einen Krieger nehmen, der ist gut gepanzert für die Mission. Plus. Ab den drei, einer kann auf dem Dach stehen, passt schon. Nee, lass einfach den Panzer auf dem Dach von deinem von deinem Krieger stehen. Von meinem Kuruma sehe ich. Habe ich einen Kuruma? Ja, muss. Ich habe einen. Ich habe einen, oder? Mechaniker. Railgun geschützt. Das ist aber zweimal explodiert. Filmgarage, zwei Kuruma, ja, ich habe einen Kuruma. Gepanzert auch, oder? Natürlich einen gepanzerten. Besser so. Es gibt ja so eine Erix. Gab es denn irgendeine Mission, hat man ja bekommen oder nicht? Sehe ich mir vor, ich bin bevor wir überhaupt da sind. Ist echt so. Ist noch so scheiße langsam, das ist, Alter. Das ist ultra unpraktisch, dass da der Railgun einfach aufladen muss einfach. Man muss das jetzt nicht. Die Karte ist ja leer. Ich habe kein Weg, ich habe kein. Mir wird nichts mehr auf der Karte angezeigt. Ich weiß jetzt nicht, wo der Waffenladen und so ist. Hä, scheiße, wie soll ich mir jetzt meine Klamotten ändern? Hä, ich finde meinen Apartment nicht, hä? Scheiße, mein Nachtclub! Ich muss auf Tanzen gehen! Ich hab den Waffenladen markiert, Abteil. Okay, hinter. Ich brauch Munition. Muss Munition kaufen, aber. Reifen explodiert. Der könnte hier lebend entkommen. Der könnte hier lebend entkommen. Denkt ihr, wer ist? Der da auch, Alter. Erstmal Warnschuss, damit der Panik kriegt und dann tot. Der Profifahrer. Ich sollte vielleicht nicht Linksklick gedrückt halten, während ich in einem Fahrzeug sitze. Oh nein. Ich glaub, dann noch irgendwo runter. Weit wie. Oh nein. Oh nein. Was für oh nein? Was laberst du für ein Scheiß? Ich bin Panzer, what the fuck? Raucht ihr schon? Oh nein. Nee, ich dachte gerade. Ein Traktor, ein Tracky. Tracky. Ein Tracky, Alter. Tracky. Spät haben wir noch. Tracky macht Maggie. Da muss auch. Ach, Digga. Aber... richtigen Erik, Alter. Ah, meine Mutter kommt rein. Hast du dein Deutsch schon gemacht? Hast du dein Deutsch schon gemacht? Habt ihr das gehört? Nichts ist wichtiger, als dass du weißt, wo du morgen unterkommst. Wann? Weise, wo das gehört. Man weiß auch mehr, was sie danach gesagt hat. Du bist gay. Oder willst du unter der Brücke schlafen? Du bist adoptiert. Habt ihr das wenigstens geklippt? Erik war nicht da. Erik, das passiert so oft bei dir, das brauchen wir gar nicht mehr klippen. Echt so.
Heute noch funny. Wenn man das will, muss man einfach nur mit dir spielen. Das ist traurig. Einmal pro Tag passiert das mindestens. Ist ja echt so. Wer denkt er jetzt hier, wer ist? Der pisst dich mal. Wollte doch nur leben. Komm, fahr vor. Oh, oh. Denn nicht, Bastard. Ich möchte nicht mehr. Hässlicher Hurensohn. Hässlicher Hurenbo. Lichter, Gächter, Kappe, der Grafikkarte ist auf 90 Grad. Cool. 300 Grad? Na, nee, nur 785.398.000. Ist hier noch hell draußen, lol. Ich hab Jalousien zu. Imagine Fenster. Erik lebt in seiner Höhle. Schlafen gehen will. Erik spielt unter der Gaming-Brücke, Digga. Gaming-Brücke, Alter. Er war RGB-Beleuchtung. RGB-Brücke. Die Brücke und die Brücke hat von unten RGB. Einfach fucking Neon. Digga, ich dachte, da hat ein Spiel wieder abgeschützt oder so. Ich dachte gerade, Erik ist gestorben. Zum Glück nicht. Digga. Ja, fällt ja gar nicht auf, wie ein fetter Panzer. Digga, warum sind wir auf einmal dreimal schneller? Digga, mit dem Granatenwerfer und der MG fährt die ganz leise durch den fetten Schacht. Digga, kannst du mir mal erklären, warum wir auf einmal so dreimal schneller sind? Wer seid ihr? Pisst euch mal, Digga, ich überfahre euch einfach. E-Mail. Ich hab den gekillt, ich bin gut. Oh, der ist stark. Warte, ich mach No-Scope. Okay. Ja, okay. Okay, das Rohr ist zu lang. Gut. Gut zu wissen, dass das Rohr zu lang ist, hahaha. Ha, ha. Funny Gag, because Rohr ist Penis. Hahaha. Ha, 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 ha. Funny. Er macht versteckt sich auch unter Brennstoff, Digga. Richtiger Five-Cop. Richtiger Erik, Alter. Richtiger Erik-Move. Boah, Digga, plus 50 LP bekommen, plus 75, plus 90, 100 mal nicht. Stark, Erik. Mathe, gleich. Die Mission ist bis jetzt noch nicht sehr spannend. Ich fand die ultra geil. Das ist die beste Mission jetzt schon. Besser als hast Diamond Plus Casino. Hat die 1,2 Millionen oder was das ist gelohnt? 1,5. Reicht doch. Auf einmal verfehle ich hier. Wer bin ich? Piss dich mal. Immer away. Piss dich auch, komm. Piss dich. Denkst du, wer du bist? Was ist gerade ein Hund? Piss dich. Egal, hallo. Nico, hör doch mal auf. Ich fahr vernünftig. Ist doch für den. Nico, hast du Game Sound an? Was? Hast du Game Sound an? Ja, hab ich. Boah, ich hör, wer seid ihr? Ja, kann ich nicht, nicht klar, Digga. Das war's mit denen. Ey, ich könnte hier so easy, könnte ich einfach drüber fahren über diese zwei Stöcke. Warum machst du aber nicht? Nein. Man, nee, ich darf nicht mehr fahren. Wahrscheinlich genau deswegen. Tatsächlich, ich darf nicht mehr fahren. Du kannst auch gerne reingehen und versuchen. Na, ja, ich dachte immer, das geht. Oh, Wagen. No. No more Wagen. Junge, ich bin low einfach. Ich krieg Schaden. Ich auch. Und das nicht. Oh. Ich dachte gerade, unten links steht irgendeiner ist gestorben. Wenn nicht so nice. Unterstrich Noobski, unterstrich. Ja. Sehe schon, wie das einfach da steht, obwohl er nicht mehr hier ist. Then you do some protein in your protein, Jake. Then you do some protein. Then you add some oh, protein. Nein. Oh nein, oh, Junge. Ich kann mich nicht verstecken, ne? Bin safe tot. Oh mein Gott, war das knapp. 200 Schuss East. Hab ihn gleich. Low. Knock. Mhm. Knock. Als Mauer, Nico. Junge. Mauer, hallo Fremde. Hast du Interesse an einer kleinen Kopfgeldjagd? Nein. Was? Es gibt mehr als genug. Was laberst du? Verbrecher da draußen. Oh, der spielt Fortnite. Die dem Arm des Gesetzes entkommen. Er spielt Fortnite. Er spielt sowas von Fortnite. Schnapp sie oder töte sie. Okay, er spielt Fortnite. Er spielt Fortnite. Nein. Der Bastard. Das ist ein GTA Maude oder so heißt der Typ. Oder das Maude? Keine Ahnung. Die Dinger explodieren. Wir haben's Nachmacher. Digga.
Seit wann explodieren random Scheißkisten? Da waren Explosionsfässer daneben. Wo waren da die will ich nochmal sehen. Imagine, Nico kriegt jetzt deswegen keine Million. Dicker. Das will ich nochmal sehen. TikTok, mögliche mit dem Raubüberfall. Mögliche Beute, 2,7 Millionen. Ey, echt? Die 7000. Nein, die hatten 1600. Nein, Digga, das war so viel mehr. Der hat irgendwas 12 Millionen stand da, weil die diese Dings heißt da abgeschlossen haben. Dann wurde ah, da war was, da war ja was. Da war ja was. Oh mein Gott, ich krieg Schaden. Stark. Oh mein Gott, ihr kriegt auch da Schaden. Warum machen die so viel Schaden? Warum darf ich nicht schießen? Hallo? Ja. Ich darf nicht schießen, hä? Der geht sterben auch nicht, ne? Warte mal dann. Der geht sterben nicht. Einer ist tot. Ach, loslassen, lol. Direkt stark. Vorm Panzer. Okay. Warte mal, Nico ist in den Panzer. Ah, ne. Lo. Ja, also natürlich nicht im Panzer. Nachdem ich. Oh mein Gott, ich bin low. Ich bin so low. Halt. Steck halt mal schneller. Stimmt. Gibis neue Passive. Waves neue Passive. Was? Was, Erik? Die haben Aimbot. Die haben Aimbot. Das war ein Aimbot. Erik, du hast es gesehen. Digga, die haben so gewontappt. Digga, ich seh Nico, ich guck nur nach rechts. Nico kriegt einen Headshot, Digga, fliegt 10 Meter weit nach hinten. Also, die waren im Discord. Ich hab auch schwer gestellt, by the way. Damit mein Geld. Ja. Digga, die, wir sind sowas von im Discord, Alter. Also, man merkt schon, dass es auch schwer ist. Hä? Ich glaube, das Einzige, was schwer macht, ist, dass wir nicht sterben dürfen, oder? Achso. Ja. Glaube ich. Und das wird noch schlimmer später. Geil! Warum darf ich mit meinem Panzer nicht durchfahren? Nico, das ist nicht lernen, das ist in jedem Spiel die Schwierigkeit. Wenn du dabei alles Mario. Schwer, ja, das stimmt. Und dann gibt's diese Spiele, wo die Schwierigkeit einfach nur. Dann gibt's einen Muck. Einfach Dark Souls, dass es einfach nicht vorhanden ist, weil es vielleicht das Spiel der Welt ist. Imagine, Digga. Ich bin tot. Ah ne, doch nicht alle tot. Oh mein Gott. Alles tot. Mann. Birn rennt hier rum, als wäre alle tot. Denkt ihr, wer wird's? Ich seh dich den Typen mit der Nähe gerne in der Hand und bin ganz schön direkt. Die One-Tap dich gerne. Na, diesmal sind sie nicht im Discord. Meinst du? Ich glaube schon. Kann nicht schießen. Da ist ein Test vor mir. Kann der mal da. Dieser Typ, der genau der Typ dahin, gehen richtig auf die Eier. Ich weiß es auch nicht. Boah, ich bin low. Ist tot. Protein. Oh, dich hab ich ganz vergessen, Alter. Heilen kurz. Hab ich Snacks? Warte mal. Mit welcher Taste öffnet nochmal? Ah, mit M, ne? Geil, das war's auch mit meinen Snacks. What the fuck? Wieso ist die Kiste explodiert? Interessant, dass die Kiste jetzt explodiert ist. Das war die Kiste, wo Nico gestorben ist. Ach, die Erde, der mir Schuld hat. Bin ich early? Early Boy. Was ist die Hälfte von 7? Digga. Was ist da gerade passiert eigentlich? Hey. Ist diese Kiste vor Flo explodiert, weil er Spaß darauf geschossen hat? Ja. Sag ich ja, doch, die Kiste explodiert. Deswegen ist ja der Minigun, die wird vorhin auch da auf diese Kiste geschossen. Ja! Nicht explodiert. Ja. Ich würde nicht explodieren. Bei mir habe ich das ja auch gesehen. Ich war ja an derselben Stelle, wo du gerade warst. Björn, das ist mit dem. Und ich habe auch gesehen, er hat dagegen geschossen und ist nicht explodiert. Also dachte ich, ich kann einfach easy dagegen schießen, aber nee. Sticky Bombs. Hab ich aber jetzt erst gehört. Hab kein Aim. Oh, ich hab getroffen. Hey, ich spring jetzt mal nach vorne, Profi. Stark. Den hat keiner gesehen. AK. AK? Okay. Okay. Sieht aus wie eine AK, ist eine AK. Ich bin gleich tot. Wow.
Boah, geile Waffe. Okay, fuck. Diesen Discord. Nein. Hör. Digga, die Team voll gut. Ne, die sind im Discord, sag ich doch. Alter, boah, Erik. Bin auch low. Aber mein Game ist. Mein Charakter ist behindert. Egg. Snakes mit MP4. Reden wir aber. Was? Digga! Digga! Ah, okay, jetzt war ich diesmal das Wort geschafft. Erik, Björn, ich hab dir gesagt, die sind im Discord. Das ist nicht gut. Oh, wo war der eine? Im Discord. Ach, Digga, ne? Hey, sind alle im Discord. Stimmt, TS sind die. Erik, guckst du zwei Streams gleichzeitig? Ich guck Nico Stream. Ja, man kann keine zwei Streams gleichzeitig gucken. Doch, kann man. Echt? Ja. Ja. Als ob ihr das alle nicht wusstet. Ja, Digga, ja, das weiß nicht. Halt auch niemand. Ja, und außerdem dieses Erik Auge daneben. Ich guck beide, Erik, ins lustiger, okay? Okay, aber okay. Ich kann nicht beide groß machen. Das fuckt mich irgendwie auch ein bisschen ab. Weil du einfach gay bist. Du gay Leute können das nicht. Nico Stream groß und Björn Stream um rechts und klein. Das ist kleine Schmutz-Facecam. Wo eh keiner hinschaut. Reden wir ab. Oh, ich hab sogar einen geholt. Ist doch kein Wunder. Björn, Raketenwerfer. Wäre traurig, hättest du keinen geholt. Nico. Also, da, ich hab gesehen, dass da jemand ungefähr stand, aber. Ich würde ja nicht nach vorne gehen, Flo. Das explodiert okay. Gleich, ne? Nee. Okay. Glück. Russisch Roulette gespielt hier. Ja. Ich spiele immer Russisch Roulette, Junge. Ich liebe Roulette. Ja, Roulette aus Maximus bist du. Blackjack, ganz nice. Fühl dich. Blackjack. Ist echt. Mit dem Russisch Roulette verliest du noch. Ist echt im Hochfeld auf den Händen. Hinterhalt. 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 Achtung, Minderheit am Weg. Die haben rotated. Octane von hinten. Digga, ist das Ash oder was? Digga, das ist einfach Ash. Junge, der hat 5 Sniper-Schüsse aus. Arena fort! Björn, du bist nicht der Einzige, der drauf geschossen hat. Das ist traurige. Oh, how wanted so leid. Du hättest auch was gemacht. Guy is dead. Witzig. So. Ich hab gesagt, fuck. Ist gut, Erik. Björn, geh da nicht rein, Björn. Soll ich langsam? Ah, okay. Gar nicht reingehen, Björn. Es gibt einen Grund. Warten. Digga, wer ist er denn? Ha, er wird den. Oh. Okay. Oh. Oh nein, es gefällt mir nicht. Der ganze Gang gefällt mir nicht. Ah, moin. Kann ich nicht einen Atomizer nehmen? Reiner. Ab im Atomizer rein. Atomizer, du hast recht, Nico. Ease. Was wollen die tun? Alle gestunt. Geh dann. Junge, Junge, Digga. Björn, du kannst auch diesen Bug nutzen. Hier, wenn du einmal schießt, Tab drückst und nochmal Tab, dann kannst du instant wieder schießen. Ich habe einen neuen Spitznamen für meine Schwester. Fräulein Würstchen. Fotzern. Was ist denn mit deiner Mutter? Junge. Ja, vor den Würstchen. Würstchen, Digga, das ist jetzt falsch an. Fräulein Hohensohn. Fräulein Neger. Mein Vater hat mich mal eine Zeit lang August genannt. August? Was heißt das? Na, August ist halt, so hieß damals ein berühmter Clown, deswegen. Witzig. Ich mag mich, Vater. Aber Kids Bismarck nicht, Digga. Bismarck. Digga, imagine, du bist der Typ. Digga, er wird ganz Raum teleportiert. Digga, dieser Typ. Junge, der Typ, und der ist schon tot, Digga. Na, hoffentlich. Björn? Nico? Autismus-Keks zerstört. Komplett Autismus-Keks. Hey, wieso wird das nicht alles kaputt gezahlt? Ah, jetzt. Ist nur eine Stunde später. Bonk. Oh, von XX-Keks unterstrich. Was? Ist gestorben. Gestorben? Ja! Ja. Lol. Die haben einfach. Aber ihr seid zu zweit, wenn ich mir allein den Weg frei baller und ihr sterbt. Digga, wenn ihr alle zwei, wenn da drei Leute mir instant Headshot gegeben. Ja, ne, akzeptiere ich nicht Ausrede.
Immer sind die Gegner am Hacken. Immer sind die Gegner am Hacken. Das ist immer das gleiche mit dir. Ja, okay, renn ich halt hinter dir. Warte, bis du stirbst. Ja, okay. Gute Freunde. Besten Freunde. Ich habe jetzt keinen Helm mehr. Ja, Vorteil. Einfach einen Helm geklaut. Hä? Was? Bei mir habt ihr alle einen Helm. Aber einer von euch hat den auch benutzt. Bei mir hat Björn keinen. Ah, nee, bei mir hat Nico keinen. Was, Leute? Soll die umstrafen? Facecam oben rechts anmachen. Aha, Björn schießt mit einer Mini-Lasergun. Ja, normal, Digga, anders kriegst du ja nicht tot. Ja, ich bin jetzt schon low und wir haben mit Panzer so aufgeschossen, also. Haut durch schwere Mission. Oh, ich ist gestorben. Ausbau. Ich geh auf die andere Seite. Ich hab wirklich einen Ausbruch gemacht, aber ich bin low. Würde das jetzt nicht mehr machen. Junge, kann der Typ auch nicht so labern. Mein künstliches Gehirn ist besser als Gehirn erschaffen. Was? Schlafst du? Denkgeräte. Weiter. Tunnel. Vorsicht dahinter, hinter der rechten Tür ist wahrscheinlich wieder einer. Nein, ich glaube, das ist weil wir ja keine Snacks mehr. RIP. Mhm. Wir sind wieder im Team. LOL. Digga, Nico, gutes Teamwork. Du hast Atemizer rausgeschossen. Ich hab ihn gesniped. Wer nicht sagen, aber da sind wir noch ein Minigun-Typ, ne? Stark. Geld? Oh. Oha, sogar also, 0 AP. Also Björn, das ich bin nicht schuld. Ich sehe die Minigun, die permanent so rechts von mir schießt. Björn, der rechts einfach denkt, keine Schwäche zeigen. Ich bin Hulk, ich bin keine Stärke zeigen, ja. keine Stärke zeigen. Hilft keine Stärke zeigen. Ey, ich habe noch Lachgummis, aber das ist alles voller Kritze, ich will die nicht essen. Lachgummis? Ich hab Weingummis. Digga. Ich hab Depressivgummis. Aber ein Weingummis gibt's ja wirklich, ne? Ja, ich weiß. Es gibt auch Depressive Music, Digga. Und ich hab ihn auch mal meine depressive Musik-Playlist drin. Digga, Björn, weißt du, wo... Okay, Peter Platz. Yeah, 2020! Frohes Neues! Ja. Ey, Björn, du musst mal in First Person gehen damit, Visier. Ja, ich weiß, Visier ist richtig cursed. Wait, was ist das gerade für eine Pistole, Nico? Welche? Weißt du die? Kompakter Granatwerfer. Kannst du auf dem Motorrad benutzen. Guck. Ist halt ein Granatwerfer, ne? Oha. Mach halt Sachen, ne? Und ich hab ne riesen Schwanz mit. Wer ist denn hier? Ja, der wird auch mitmachen. Der würde auch sagen, ich bin auch noch da. Ich will auch Geld klauen, hallo. Jetzt machen wir das professionell hier. Okay, diesmal mit Granaten. Erster Bereich gesichert. Geh voran. Okay. Ja, okay. Zielperson gesichert. Schieß auf Zielperson. Ungefähr 5 Stück. Oh mein Gott. Nee, Digga. Zielperson hat mich ungenietet. Junge, Digga, wieso dauert das so? Digga, wieso bin ich so inkompetent? Digga, nur wegen Nico, oder? Ey, immerhin hab ich ein Kill mehr als Nico. Bin besser. Richtige Tryhards hier. Ja. Ja. Der Schweihart. Da freut er sich. Wie viele Streams kann man überhaupt gleichzeitig schauen? Alle. Burn. Muss ich jetzt aber rausstreamen für Erik? Könntest du machen. Ich komm rein. Wir haben Triple POV. Triple POV. Ja, Erik fühlt sich denn wie so ein. Probieren wir es nochmal. Frohes neues Jahr! Okay. Okay, Leute, ich bin jetzt der Moderator. Mhm, die laufen da rein und schießen die Leute ab. Ah. Banküberfall direkt. Immer diese Banküberfälle. Der eine hat nur noch Half-AP. Half-AP, Digga. Ja, der eine hat Nasenbuchen. Genau. Ach, Digga. Töte dich.
Stimmt, Digga, wenn Nico geht gleich in die Suppenküche, Alter. Scheiße, was kochst du denn? Flo schießt du gerade mit so einem weißen MG. Ich koche Bann. Aber Björn. Wo nimmst du gerade Snacks? Aber Björn, du bist keine Frau. Okay. Jo, das ist die Ultranet, wenn ich das nicht groß hab. Ist über Björns Profilbild da, Björns Stream, über Flo und über Nico. Ultra nice. Hui. Spaß für die ganze Familie. Hui. Digga, Minigun auf den drauf, zwei Atomizer. Nein, Digga, schieß doch nicht rein. Ich stehe direkt davor. Das sind Explosions-Megakisten. Ich hab keine Snacks mehr. Boop. Ich hab die ganze Zeit keine Snacks. Ist er tot? Er ist tot. Du nicht. Keine Deckung, hier ist das Problem. Oh, Digga, ist das jetzt. Shithead? Wie hast du mich gerade genannt? You shithead. Pupuhead. Ich glaube, wir müssen ja alle mit Appermeld. Nee, ich renne jetzt Flo hinterher. Björn, wir gehen alle denselben Weg. So, ganz einfach. Okay, dauert halt länger. Aber lieber länger als. Nur kürzer. Lieber updated als im Arthur. Also rauskommen, der Typ. Wenn du mal so langsam. Ja, ich fühle mich gerade wie so ein Typ, der E-Sport-Moderator, der guckt, ob da irgendwie links geht. Bloß, dass du nicht moderierst. Ja. Stark. Oh, neuer am Ball. Neuer am Ball. Toll. Der Torwart geht mit raus. Er passt zu Müller. Wieder zurück zu Neuer. Und der ist drin. Jetzt erstellt er keine. Neuer macht Boxenstopp! Aber Neuer macht Boxenstopp. Kann er nichts machen. Boxenstopp, Digga. Oh, John Wick kommt auch in den Ring. Oh, es leben nur noch zwei Teams. Ich vermisch gerade alles vor Sportart, das fuck ich gerade übel ab. Oh, der hat noch übel gestört. Oh, ein Hole in One für John Cena! Cursed, Punkt, cursed. Das ist Gegner. Wer denn, Digga? Okay, von Mario Barth ist der Schläger kaputt gegangen. Er muss sich jetzt einen neuen Tennisschläger kaufen. Tennisschläger. Wer? Erik. Erik, ganz einfach Erik. Die Menü kommt an 0 EP. Ich hätte einen bekommen. Du hättest einen Kick bekommen. Ich weiß noch, wie er am Glücksrad einfach einen Dollar gezogen hat. Und dich am meisten gefreut hast von allen. Ja. Sören, der 30k kriegt, ich, der 30k kriegt. Björn vielleicht auch noch 30k. Ich weiß nicht, ob Björn dabei war. Erik kriegt einen Snack. Freut sich am meisten. Ich habe das Auto bekommen. Das stimmt. Ja, ich hab da auch noch so einen Cliff. Ich hab da auch noch so einen Cliff. Ja. Ja, ich geh den auf jetzt, ne? Oder rein. Digga. Super Soldier Tanks. Junge, der eine hat Evil abbekommen, die Rakete. Sport macht Spaß. Mining away. Oh nein. I don't know. What to mine on mines anyway. In this Minecraft day, so beautiful. Oh. Oh no. Erik moderieren. Ganz schnell. Ja, Autismus Koks ist gestorben. Falsch, Name. Autistisches Koks ist auch ein guter Name. Autistisches Koks. Ja, ist das so, sorry. Eigentlich ist das auch eine neue Fassbrause, ich hab nur keine. Junge, was für Fassbrause? Bist du auf einmal Alban oder warum fastest du? Fassbrause. Achso, falsch.
Das soll eine Fassbrause heißen? Eine Fassbrause, Digga. Eine Fasspause. Ich dachte irgendwie, dass es eine Fassbrause ist, weil da irgendwie weniger Zucker oder so drin ist. Ja, Digga. Digga, das sage ich morgen Gregor und Luca, mal gucken, was sie dazu sagen. Vor allen Dingen, imagine, Erik wäre so am Fasten, er isst sowas und seine Entschuldigung dafür ist, ja, da war halt kein Zucker drin. Erik, Five durchgespielt. Five, Kopf. Ich habe kurz was Neues zu bringen. Ja, Neuer am Ball, Neuer macht ein. Jo, Olli macht Boxenstoff. Neuer macht ein Tor nach dem anderen. Jo, Olli macht Boxenstoff. Gerne. Beim Kindergarten. Oh nein, Eriks Mutter, hab ich gerade mit Eriks Mutter gehört? Ich höre gerade Eriks Mutter. Mutter. Manche dauern so lange down zu bekommen, weil du die einfach nicht in den Kopf triffst. Wird's nicht Digga. Blöd. Ich hatte noch grünes Leben. Digga, warum ich glaube, beide schaffen das heute nicht. Björn, warum hast du dich auf AFK gestellt auf Discord? Weil ich immer AFK bin. Ja, Bastard. Von YouTube noch keine Panzerung kaufen kann hier. Echt so? Ja, ist echt so. Dass man sich einfach nicht freikaufen kann. Auch frech. So. Dass man den Panzer nicht hat mitnehmen kann. Hat Neuer nochmal 3 Minuten gemacht? Mit Atomizer einfach Panzer mitschieben. Let's go. Wait. Ja, aber lass mich vorher die Idioten killen, bevor das ist. Nee, wir müssen einfach alle mit ab im Atomizer rumrennen. Okay. Einfach 3 Leute. Piu. Und dann machen alle diesen Glitch. So wie dein Panzer. Oh, der lebt noch. Ne? Angst. Ist auch bei den Biggies? Ja, bei den Biggies leider nicht. So. Björn, du bist fast tot, ne? Ich weiß. Ich bin noch im grünen Bereich, ne? Ich bin noch nicht im roten, ne? Björn hat Nasenbluten. Björn hat richtig Nasenbluten bekommen. Ah, wir können die Sachen wegschubsen. Junge! Ich war Half-Life, Digga. Ey, kann ich leben? Kann ich leben oder bricht denn die ganze Mission ab? Ich weiß nicht. Dann bricht die Mission ab. Ja, okay. Doch, ja. Jetzt, dann können wir sie defeat machen, dass die Chance hört, dass sie verlieren. Das ist aber nicht gut. Gewinn, meine ich. Erik, kriegen wir aber alle weniger Geld. Nee, weil ich wollte jetzt eigentlich wollte ich 21 Uhr aufgehen. Ist ja noch nicht 21 Uhr. Einmal probieren wir jetzt noch. Und wenn Sam, dann kann Erik mitmachen. Och nee. Dann haben wir einen Autist mehr. Ja, dann kriegt ihr trotzdem mehr Loot, als wenn wir zu viert spielen. Aber wir kriegen nicht mehr Loot, als wir jetzt kriegen würden. Ja, aber von... Idioten. Hey, na klar kriegst du mehr. Wenn wir zu viert spielen würden, würdest du weniger bekommen, Nico. Ja, aber wenn wir es jetzt schaffen würden, würden wir nicht mehr bekommen, als wenn wir jetzt mit... Ja, als wenn du jetzt weggehen würdest und Erik kommt. Ja, das stimmt. Das stimmt sogar, ja. Wer ist er denn, Alter? Ich hätte mir auf Half-Life direkt gemacht. Ja, dann... Björn, dann gebe ich dir einen Tipp. Peak einfach nicht. An diesem... Peaken. Junge, ich bin am wenigsten nie gestorben. Ist das jetzt eine Entschuldigung dafür? Also, ja. Ich gebe dir nur einen Verbesserungsgrund. Grund? Was? Die Kills machen, meine Kademo stimmen. Kademo stimmen, Digga, die ist. Seitdem wir das gestartet haben, schon komplett zerstört. Hui. 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 Gehen NPCs auch in die KD ein? Ja, nein. Natürlich. Darum hat Flo auch nur eine 20er KD. Achso. Ja. Der ist 100er. Eine 100er KD, moin, Alter. Macht nur Kills, noch nicht einmal gestorben. Wee. I had a feeling. Oh. Inside was? My balls. Ah, mein Digga. Er spielt aber mit 30-30, hat einfach voll aufgeladen, mir in den Kopf geschossen. Das zweimal hintereinander. Ist er. Einfach Boxenstopp gemacht. Einfach Quaver. Quaver Bullet in seiner 30-30 geladen. Ne, er hat einfach die Repeater MK2. Poison the Craver. Achso, ja. Macht Sinn.
I got this feeling inside my balls. Turns out it's cancer. Was? Erik vielleicht auch nicht. Okay. Turns out it is cancer. He disappeared. Now I'm sad. So. Ja, 42. Oh, ist die nicht abgebrochen? Nee, bricht jetzt ab. Krass, wie es abbricht. Ja, ne? Stark. Ja, Erik, spiel setz dich mit. Ey, Flo, mehr Loot für uns. Lass noch zwei Personen, würde schon klappen. Ja. Ich meine, wenn ich das auch schon ein paar Mal zu zweit mit ein paar Leuten gekriegt habe, ja, dann ist mir so drin. Wir wollten noch einen Plan, Flo. Das klappt nicht. Doch. Oh. Bist du? Bin ich traurig. Ich kann doch aber gar nicht schießen. Yep. We need to see some poggers here. Wer ist er denn? Hey. Was ein Pogger. Erstmal heilen hier kurz. Bis er? Digga! Was läufst du nicht? Digga, er steht da so rum. Ich drück die ganze Zeit so W und A. Ich kann nichts machen, er steht da so. Nimm dieses Ding aus, eine Granate raus, dann sieht so. Yep. Ja, wann will ich die werfen? Ja. Nee. Werfen? Weder. Wäre langweilig. Schaffen wir es jemals? Nein. Definitiv nicht. Nicht der meanwhile einmal über die ganze Map fährt. So, dann machen wir es jetzt nochmal mit Erik. Ja. Oha, danke. Da ist eine Rampe. Kriegst du aber weniger Prozent, Erik. Cool. Hauptsache, ich komme mehr als 100k. Mehr Damage wäre. 200.000. 200.000 nehme ich auch. Dann kriegst du nochmal durch das erste Mal Spiel nochmal 200.000. Oha. Was? Ja. Easy 400k. Nein, also bei den letzten Malen habe ich keine 200k bekommen. Nicht mal 100. Vielleicht 50 oder so. Oder 75, aber keine 100k. Glaub ich dir nicht. Doch. Nee. Ich google jetzt. Ich will das wissen. Dann kommen die bei mir nicht wohl rein, sind 14 Leute drin. Ne? Du hast doch gesagt die ganze Zeit immer, dass du nur 100.000 nochmal extra bekommen hast durch 200.000. Erstes Mal, wenn du jeden Raubüberfall zum jeweils ersten Mal abschließt, erhältst du einen Bonus von 50k. Noch quasi 200k. Stimmt. Ich noch 200k, 270.000. Wenn wir es geschafft haben, ja, insgesamt. Oh, ich hab 6k war, da war easy. Hab ich auch. Hab 0. Wo hab ich? Oder? 1, 2, 3, 4, 5, okay, ich hab... Kann ich die Mission von hier aus starten? Job? Ja, ich hab 700.000, ich dachte eigentlich, ich hab 71.000. Würde Sinn machen, ja. Das ist traurig. Traurig. Einfach Kriegeros.
Ich hab beide mit dem Krieger gerade. Naja, ich auch. Ich hab mir jetzt auch einen gekauft. Oha. Ich weiß genau an der gleichen Stelle wie Flo. Ja, ich klebe auf ihm drauf. Ach so. Oha, Synchron. Ausgestiegen. Synchronbusse. Der Synchrone-Auto. Oh, auch Synchron auch eigentlich. Also. Warte, komm, lass auch Synchron fliegen. Okay. Stark. Oh. Einfach gut. Andere Frage, warum sind wir hier? Moin. Okay. Ich wie hier heißt gerade. Interessant. Fortschritte werden automatisch gespeichert. Als Maul. Okay. Muss mich konzentrieren. Synchron zu fliegen, wie Flo. Ich will mich in Einstellungen konzentrieren, wie das denn, hä? Ja. Naja, Hexholt. Ja, ich benutze das auch Mod an. Autofly, Autopilot, ja. Ich frag mich auch, wie das Leben von den Bäumen hier oben ist. Die einfach so 90 Grad Winkel. Ich bei Flo Pause. Weil Pause. Nico, sitzt ja schon mit Flo in einem Helikopter. Nein, wir fliegen in zwei verschiedenen. Ja, er hat gerade Autopilot dran, darum. Lade ich mich in euren CEO ein? Nee. Nur in Bezahlung. Oh. Okay. Wenn ich die Bezahlung bekomme. Hallo Sven. Kenn ich nicht. Genau, ich heiße jetzt Sven. Sven, nicht Sören. Sön. S-Ö-N. Hallo. Sön wäre gute. Würde bestimmt guten Beitrag zum Team leisten. Problem ist, da hätten wir noch nicht weniger Geld. Ja, Erik, du bist ausgeschlossen. Sein, er kommt. Was macht er denn? Die Weltuntergang heißt. Und Björn ist gerade aufgegangen. Erstmal schauen, wie es mit Erik läuft. Ich bezweifle, dass es denn besser läuft, aber. Ich versuche mit dem Sportwagen den Berg hochzufahren. Stark. Kann ich mit meinem Auto ja besser. Und nicht nur mit dem Kuruma. Ja, wir haben das doch noch. Ja, aber. Herbald, Lustmolch-Game, interessant. Was? Ist die nicht, die den haarigen Gamer? Was laberst du? Ich bin der haarige Gamer. Der Lon. Oh mein Gott, ich sehe ja. Haariger Herbert, Alter, was ist er da? Das könnte ein richtiger Dustin sein. Ein Minorenaugen, Gustav. Kevin. Oh, wie ist der andere noch ohne Augen? Stefan oder so? Stefan! Stefan, richtiger Stefan, Alter. Ich möchte mein Kind Georg oder Herbert nennen. Berg. Herr Burp. Lädest du mich in your CEO ein? Hui. Nö. Hallo? Erik, steig mal aus. Okay. Aua. Mann. Ja. Meine KD-Demo steigen, verstehst du? Ja, da die KD gefunden. Okay. Erstmal passt nichts. Also eigentlich hatte ich erstmal mit. Nein, Nico. Eigentlich hatte direkt wieder gemobbt. Eigentlich wollte ich mit MG eigentlich habe ich mit MG geschossen, damit ich dein Auto nicht zerstöre. Aber anscheinend ist das MG zu stark. Das MG ist einfach zu stark. Flo, mach was dagegen. Reparieren lassen. Nein, nicht Polizei. Polizei mag ich nicht. Geist, ob ihn dazu. Ich hab's auch gerade gelesen. Böse, Digga. Böse. Böse. Die haarigen Leute. Honk. Movement. Ich kann mein Handy nicht benutzen, während ich Emotes mache. Da bin ich weg, Erik, ja? Siehst du? Gerald hat mich eingeladen. Und. Ich hab dir nicht eingeladen, Pix. Stimmt, ja. Also ich dachte, du bist Gerald. Schwerste im Hals und Kaufhand.
Lädst du mich jetzt den ein? Ja, ich nein. Hab den gerade was aus. No. Werde, nee. Ja, nein. Aber ich hab gehört, wir fahren diesmal nicht mit Panzer. Oder? Natürlich mal mit Panzer. Ja, weil es langsam war. Jamie drin. Okay, ist langsam sogar nicht. Ich bin mir sicher, mit dem anderen Fahrzeug werden wir schneller, aber wenn die Fahrzeuge. Den sterben wir auch. Ripe Shy Wooting. Warum steht bei mir, dass beim Raubüberfall dass ich den schon mal abgeschlossen habe? The fuck? Bis veröffentlicht, dass wir den schon mal gemacht haben. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich mich auch nicht. Beim Raubüberfall steht so ein grünes Häkchen. The fuck? Jetzt sich kaputt. Einfach putt. Ja. Einfach kaputt putt. Ja. Ja, eine 900k, wie sehe ich denn aus hier so? Hier streiche ich um die 5%, wer kriegt hier 5%? Ich. Also ich habe das schon mehr gemacht. Also Erik war die Hälfte nicht da. Hab ich aber nicht, wenn ich dabei angeschrien hat, du hast aber immer noch keine Millionen. Keine Millionen mehr, weil ich gerade was abgegeben habe. Achso. Oh. Hm. Wodurch den Bonus von der Dings hier. Erik auch wieder mehr. Yeah, 50k. Natürlich, Digga. Ah, gut. Funktioniert doch noch. Nö. Ist eine Atomrakete. Ist halt eine Atomrakete, Erik. Will die in die Luft fliegen und alle Leute Atom verseuchen, oder wie? Oder auch kurz gesagt, Sarah. Achso, okay. Einmal hätte er markant. Also, das ist schon mal ein ganzes Stück schärfer. Was in dem Markant? Vor den Markant. Du kennst auch Sarah. Stimmt. Im Markant. Die muss ja zeigen, dass sie Rauch. Das Rauch ist cool. Auch in der Klasse war richtig cool. Hey, ja, was macht ihr so in eurer Freizeit, Sarah? Hey, ja, rauchen, was denn sonst? Oh, Sarah, cooles Level 300. Ich hab Angst. Oh. Komm noch rein, Autist. Okay. Das ist ja so. Andere Frage, seit wann habe ich 60 FPS in diesem Game? Ja, dann hat man nicht 60 FPS drin. Interessant. Hui! Also so. Hallo. Bist du eigentlich da gewesen, als wir uns da verabredet hatten? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Jo. Dann hast du Deutsch schon fertig? Ja, ist wohl crazy. Oh. Aber wenn das for real die Prüfung waren, wurde alle eins raus. Du hast das Einzige, was mir ein wenig schwer gefallen ist, diesen Text da zu schreiben. Ah, diese Zusammenhänge zwischen den beiden Typen da, ne? Ja. Ja, das ist mir eigentlich auch vollkommen. Ja, ich kann keine Texte schreiben. Ja, ansonsten war das eigentlich nur ablesen, also. Ja. Und ein bisschen Inhalt verstehen mäßig. Ja. Versteh's. Inhaltlos. Ja. Ich dachte schon, da kommt sonst was ran, da kommt so eine Scheiße ran. Gedodged. Ich dachte, dass du dir jetzt unterstellst, dass ihr da irgendwie in Mathe 3 oder in Deutsch 3 mal das Periodensystem in 15 verschiedenen Anordnungen aufsagen müssen. 15 verschiedenen Sprachen, bitte. Ja. Hey, sonst wäre es jetzt zu einfach, ne? Ja, wäre langweilig so. Ich hatte auch Ultra Angst, dass sie in Chemie das Periodensystem auswendig lernen müssen. Die geht davon aus, dass du es auswendig kannst noch. Stimmt, das ist ja
Klasse 1. Ease. Ich hab das mal auswendig gelernt, aber warum? Ja, was hat's dir gebracht? Echt jetzt? Na gar nicht. Ja. Bö. Oha. Guten Test. Oha. Was bin ich denn hier, Alter? Ich bin so gut, meine Patentante, die musste das damals auch auswendig lernen. Hat sie nicht gemacht. Sie wusste davon, bevor sie reingenommen wurde, absolut gar nichts. Als sie vor der Klasse stand, wusste sie auf einmal alles auswendig, hat eine 1 bekommen. Hau. Yep. Oh, ich war Panzer. Digga, was ist das für ein Stein? Das ist jedes Mal im Test. Ah, lol, das war ich weiß erst gar nicht, worum es geht und dann. Ease. Ja. What the? Flo, der sich teleportierende Bus. Also stimmt, wir sollen alle in den. Ins selbe ja. Auto. Ja, jetzt bist du langsam. Ja. Ne, Erik, komm. Ich nicht rein jetzt, Alter. Spaß dies. Digga, du bist da hinten. Erik, fahr. Oh. Die armen NPCs. Oh. Dieser Drift. Drippy drip drip. Nein, nicht Flo. Da gerade das für ein NPC-Auto. Krasses NPC-Auto, Diggi. Stark, Erik. Achtung, da ist ein Schild. Ein Warnschild. Also. Nicht so tief rüber. Warnschild. Warnschild, da steht so nicht so tief rüber drauf. Ich bin überholt. Stark, stark, Erik. Erik, soll ich fahren? Nein, ich schaff das schon. Nico, du musst wissen, ich bin E-Sportler in GTA. Moin. Dann bin ich drum. Wo fand ich dieses große Auto da? Das große Auto vor uns, das nimmt mein Panzer. Ja, das musst du abschießen. Dieses eine Auto ist Panzer. Oha, Dennis, warte, Kriegsgegenstand. Wahrscheinlich Björn, ja, Björn. Björn ist aber schon ultra lange weg. Ach echt? Oh. Er ist aber jetzt erst geliebt, Erik. Echt? Aus Discord, ja! Erik, dann sag mir, wer sonst gerade geliebt ist. Der Stream. Welches? Alles gut, Nico. Wir haben bloß ein bisschen gedanced. Bin ich wohl. Flo. Alter, der arme Motorradfahrer hier. Welches Motorrad? Alter, was für ein armer Motorradfahrer. Das ist Grundgesetz 1 in GTA. Fahre jeden Motorradfahrer um. Motorradfahrer, ja, der wurde von einem Panzer und dann von dem Auto hier, dann von der Minigun vergewaltigt. Ja, selbst schuld. Ist ja echt so. Was fährt da auch auf der Straße? Genau. Das fährt ja auch Motorrad selber schuld. Ich meine, das wäre in Real Life auch so. Ich sehe schon, wenn ich selbst ein Auto fahre, dass ich komplett das Bedürfnis habe, jeden Motorradfahrer umzufahren. Ja, das wirst du haben. Aber tatsächlich ist das wirklich so, Spiele machen einen fast schon anders. Also, bei mir war das letztens so, wir sind in Richtung, diese komische Stadt, Zinks gefahren. Und ich sehe da so aus dem Augenblick so ein Porsche. Oh. Ich glaube, ein Porsche, so ein richtig aufgemotztes Auto. Und mein erster Gedanke war so, wenn ich jetzt aussteige und mir das Auto nehme, das wäre doch ein Upgrade. Ich war so drauf und dran, die Tür aufzumachen, den rauszuziehen, also die Frau da rauszuziehen und das Auto zu klauen. Einfach so, ja, das war so GTA-Style. Also. Verstehe ich aber. Hätte ich sogar gemacht. Das hätte ich sehen wollen. Ja, und dann ist der Typ immer für Flüge, weil er immer stärker ist als du. Weil der müsste KLS rauskommt. Das war eine Frau. Also, egal, KLS ist eine Frau. Digga, sag ich mal, Sarah, denn die hustet dich an, dann stirbst du. Steckt eigentlich nicht so die Idioten. Das sind so 10 Corona-Ski. Das war kein er, das war eine sie. Ja. Egal, Karl, es ist trotzdem witziger. Karl, es ist real. Karl, es ist nicht real. Ah, es ist ein Granatenwerfer. Ist das nur LGBTQ oder so? LGBTQIA+. Au. Wo steht das IA am Ende? Keine Ahnung. IA. Das heißt eine LGBT, Lesbian, Gay, Trans. Also ich weiß A wahrscheinlich für Asexual steht. Und Queer. Und I. Wo I ist für, I für Inter. So, okay.
Bonk. Egal. Kampfhelikopter. Yeah, Transnigger. Alter. Irgendwie soll leise sein, aber egal. Was hat er gesagt? Meine Minigun war zu laut. Mein Maschinengewehr, Entschuldigung. Kann dich nicht hören. Erik. Ich sehe schon, wie der Panzer hier explodiert, deswegen irgendwann. Ist halt echt so. Geht das überhaupt? Ja. Vorsicht. Vorsicht. Bonk. Bonk. Gasflaschen. Ich hab einen gekillt. Erik, are you autistic? No. Okay. Glaube ich ja nicht. Das glaube ich dir aber nicht. Au. Hat wehgetan. Du hast mich gerade extrem. Du hast mich gerade teleportiert, weil du so schnell mit diesem. Mit der Railgun mich immer weggestoßen hast. Pardon, instant weg, Digga. Hallo. Okay. Gibt's eigentlich irgendwas Interessantes noch in Destiny? Derzeit nicht. Weiß ich, bei denen dauert es immer eine Weile, bis das Neues kommt. Ja, das kann ich schon. Nö, du gehst zurück. Jetzt kommt aber ein witziger Mann mit. Nicht so witzigen Sachen. Den Typen keine Granate trifft. Wurde von hinten? Okay. Nein. Nee, ich schieße nicht. Der Typ lebt noch. Frech. Wo kommt der her? Er steht randomly einfach auf und sagt Moin. Moin. Ich bin's, der Tim. Das fand er nicht so witzig, glaube ich. Anscheinend nicht. Ist nichts. Halt dein Maul. Scheiße, morgen muss ich für 2 Schultage einpacken. Hä? Okay. Was ist jetzt eigentlich mit. Was ist jetzt eigentlich mit Freitag, ersten Block? Haben wir nicht. Okay, wir haben Mittwoch. Also haben wir nur einen Block. Und warum bist. Ja? Warum musst du für. Sind alles weg, was ich habe. Erik, piek doch nicht, du Autist. Die sterben doch eh gleich alle. Achso, okay. Also, Erik hat uns im Stream zugeguckt. Auch Erik jetzt hier. Moin. Da bin ich dabei. Nichts gelernt. Guckst den von Nico fort. Ich hab meinen vorhin beendet, als Erik rausging. Kannst sogar bald gleichzeitig schauen. Ja, das ist aber nur, weil Nico gerade keinen Sound dran hat und ich gerade selbst spielen. Ja. Warum hört ihr alle bei mir keinen Sound? Ja, ausmachen. Weil du den Bildschirm. Weil du den Bildschirm streamst und nicht. Nee, ich stream GTA, nicht mein Bildschirm.
Weiß nicht, was das ist. Ist gut so, wie es ist. Naja, so ein... Ja. Ein lustiger lustiger Mann. Put? Nein. Digga, es ist einfach. Wer ist er? Mir ist er weg. Besser so. Oh, blockt mich doch alle nicht. Nein. Du stehst nicht auf. Ist er tot? Er ist tot. Ich wurde gerade von hinten angeschossen, von hinten kommt noch einer. Ja, weil sie den anderen Weg kennen. Ich kenne das so, dass man sich halt aufteilt. Okay, dann gehe ich links. Ich habe meinen Upper Metamizer. Nein, komm doch nicht zu mir, Alter, was ist denn mit dir? Och, Erik, geh doch nicht dahin! Alter. Stark, Erik, geht jetzt diesen Explosionsding in mich raufschießt. Oh, war stark. Mami. Was? Sören, erklär mir bitte, ja. Wo gerade, von wo ich gestorben bin. Von wo ich gerade angeschossen wurde. Ja. Kann interessant. So genau sehen. Sören, soll ich für dich ausstreamen? Wer soll für wen streamen? Soll ich für dich auch einen Stream anmachen? Ich guck ja schon kaum bei Nico zu. Du kannst auch zwei Streams gucken. Ich weiß, aber ich guck gerade eben noch nicht mal einen richtig, also. Erik, peek einfach nicht, die sind eh gleich tot wegen Flo. So, jetzt zu kommen. Stark, Erik, stark. Heftig, Erik. How to waste Munition. Ich kann nur, ich hab. Weltuntergang ist ja. Akt 3. Basis. Akt 3. Stark, Erik. I had a feeling you would come. Ich würde sagen, ich gehe diesmal alleine. Ja, ich habe da vorne schon mal explodieren lassen, damit da nicht gleich irgendwas Witziges passiert. Erik, andere Richtung ist einer. Achso. Sag grad so aus, als würdest du zu mir schauen. Der ist immer noch. Okay, da ist er nicht. Erik, geh mal mit Nico mit. Gut. Erik, Achtung, links ist da gleich einer. Da hinten. Erik. Nett. Ich hab einen Typen angeschossen.
Da kommen noch welche. Erich, dein Helm ist zu fett. Hm? Dein Helm ist zu fett. Wo? Stupid. Erik, lauf nicht so hart vor. Okay. Dieser eine Typ, der mich werden von den Flankieren kommt. Moin. Keine Ahnung, wo er ausgebrochen ist. Der wird Siegelbörs. Erik vorne. Der lebt immer noch. Was ist mit dem? Hä? Was seid ihr, Alter? Ich bin total verwirrt, dass sie sich auf einmal random gegenseitig alle abholen. Jep. Gut, Gegner. Ui. Einmal herkommen, oder? Jetzt. Bin auf dem Weg. Lebt noch der Bastard? Jetzt nicht mehr. Besser so. Sind die Vorräte? Ne, sind wir welche? Ach, das ist nur noch eine Kiste. Ich glaube, ich warte hier auf euch. Ich glaube, ihr müsst hier aufhören. Ich treffe den da hinten nicht mehr. Ah, und sind zwei große, Erik, pass auf. Oh fuck. Sind die unten? Ah, ja. Oh fuck, nicht getroffen. Einer ist tot. Erik, sterbe jetzt nicht. Erik, bleib hinten, wenn du low bist. Wo ist der letzte? Ich sehe ihn nicht. Der ist hinten links von uns. Er ist tot. Na, dann hatte ich keinen Sicht drauf. Wollte ihn snipen. Erik, wasch nicht so rein. Okay, wenn alle tot sind, dann ease. Digga, Nico, musst du das jetzt sein? Das war so unnötig gerade dieser Flash, ne? Ich hab nichts gesehen. Echt jetzt? Ja. Das flasht dich, okay. Ja, das hat mich geflasht. Er explodiert ja in mir drin, weil Nukebox. Spielst du First Person, oder? Okay, ich dachte. Ich sag, das ist First Person, der Profi, Alter. Alexa, mach die Tür auf. Alexa, abbrechen. Ja, natürlich. Die dümmste KI, die es gibt, Alter. Das ist... Ja, das ist jetzt... Oh, ich hasse diese Stelle hier, ne? Oh no. Okay, ich weiß warum. Ach, ich hab den Typen hier ganz vergessen, moin. Der... Achso. Ja. Halt, der ich hoffe, wir haben jetzt... ganz vorne machen. Nein, ich glaub, nein. Wir haben da den Checkpoint. Besser so. Saved. Junge, imagine. Das wäre jetzt gar nicht geil. Ich würde das alleine machen. Bin ich ehrlich, würde das gerne rein spielen können.
Na ja, generell. Warum kann man ja, kein heißt nein, nicht alleine spielen? Zwei Personen sein, da. Ja. Ja. Falsche Seite. The fuck? Okay, einer ist einfach despawned. Wäre witzig. Wie durch den Sniper in der Hand, what the fuck? Holocaust? Der hat gerade Holocaust gesagt. Hab ich aber auch verstanden. Witzig. Und ich seid ihr? Ah, du bist ein Gegner! Okay. Ah, hier, das kenne ich, hier war ich über Team Deathmatch gespielt. Wie kann sich nochmal hin crouchen? Geile Lampe, Digga. Wer ist er hier? Wer ist er hinter mir? Ich fühle mich hier sicherer. Hm. Die respawnen jetzt nicht wirklich die ganze Zeit. Doch, die respawnen die ganze Zeit permanent. Oh, warum sagt das keiner? Der. Okay, setzt sich halt nicht dahin. Irgendwas treffe ich schon. Oh! The fuck? Warum hat er auf einmal einen Molotov in der Hand? Eat Monkeys, was? Monkey. Sie können. Oh, der ist da hinten, Digga. Ich will ihn gerade in die oberste Etage. Erik? Ja. Kannst du vielleicht zu uns kommen? Was ist so Zeug? Würde Sinn machen. In welche Etage seid ihr? Ja. Okay. Erik, für die, wo wir vorhin zusammen waren. Wo wir beide da nebeneinander gefightet hatten. Hallo Erik, hinter dir. Ah, moin. Kurz mal nachladen. Oh, sie hackt hier schon. Ah. Oh. Auf einmal springt der. Wow! Ich bin stuck. Ich komme noch weg. Boah, was war das gerade? GTA-Steuerung, ganz funny. Oh shit, Bro, was denkst du dir eigentlich?
Warum nimmst du dein Handy in die Hand? Lass mir noch eine irgendwie Bird spielen. So, ist das nächste Ding zum Hacken? Hier. Yeah. Hack hier alles. Hackerman. Hackerman. Ich tue es. Hackerman. Vielen Dank, Arsch. Erik, rechts von dir kommen auch Gegner. Du musst die vor dir nicht töten. Nimm lieber die rechts. Ihn zum Beispiel. Also muss ich spielen, die Musik, die ich höre. Tell me why ain't nothing but a mistake. Okay. Das ist doch sehr gut, ne? Yep. Oh, ich bin ein Staatsfeind. Das ist schön. Jetzt nicht mal der Fall. Ich hab den rechten Spiel Autist. Hätte der Typ rechts mit ihm Motherfucker gerufen, hätte ich nicht gewusst, dass er existiert. Du bitte, ne. Erik, irgendwie auf die Gegner da rechts hast du keinen Bock, oder? Doch, schießt die ja die ganze Zeit schon ab. Da stehen so zwei Leute, schießen mich an. Erik guckt erstmal nach vorne, da wo ich eigentlich die ganze Zeit hinschieße. Was drüber? Ein Pro reichen so. Ich weiß nicht, direkt von mir. Hinter uns, moin, wer bist du? Von wo werde ich angeschossen? Ich werde von irgendwo angeschossen, ich weiß nicht von wo. Mommy. I need snack. Implantat. Wir müssen noch weiter, fuck. Überlebt noch was? Falken 1 HP. Heilig. Okay, Snacks. Rennen. Okay. Oh, du musst jetzt nicht ernsthaft auch so hacken, Digga. Auch, come on. Aber ich krieg keine Aggressionen beim Hacken. Das hätte ich. Kriegt ihr die ab? Das heißt so. Ja, theoretisch ist es komplett unnötig, dass ihr mich covert. So, Digga, jetzt MP, ratatatatata. Aber der Tech hier ist leicht, deswegen ist es das Gute. So. Ist das ein komplett neues Hacken, was nur hier dran ist, oder ist das wie im Casino irgendwas? Es kam, also ich glaube, es kam noch nicht. Ich glaube, das ist nur die Mission hier, ja. Na dann. Warum sehen die nicht alle gleich aus? Und halt Chinesen. Das sind doch keine Chinesen, Erik. Scheiß Rothäuter. Rothäuter. Warum steht dieser brennende Typ die ganze Zeit wieder auf? Weil brennen macht Spaß.
Okay. Hörst du das, Nico? Was? Dieser Typ, der rumschreit. Nö. Nee. Endlich, Digga. Bett gebrochen. Was? Ich hab gar keine Snacks mehr. Ease. Ah, wo seid ihr? Wo seid ihr? Mitte. Wann? Erik, Mitte. Ja. Habt ihr schon Emeralds? Ich baue die Betty-Fans. Schlafest du? Wusstest du, dass wir auf einmal Minecraft Speedrun? Ja, wir spielen Bad Wars. Okay, ich baue mich zu Diaz. Server zerstören? Das ist anschießen. Oder? Wo sind die Server? Oder muss ich da die Pupa machen? Alter, geh doch da ran, du hässlicher Autist. Danke. What? Geh zur Arbeit, ey. Lol. Vitalkanone. Lol. Sieht hier normal so aus? Ja. Aber der kann man doch auf der Map irgendwie auswählen, wo. Nicht? Muss dann echt bis zur Stadt rüber? Ich glaub schon. Das Ding schon Ewigkeit nicht mehr benutzt. Du gehst zur A, ne? Ich bin bei A, ja. Ja, dann geh ich zu B und C. Ich glaube, ich muss sie zurücksetzen, oder? Nicht abfeuern. Nee, hä? Ne, ich geh zu C, B müsste näher drin sein. Ja, dann mach ich B. Ist kaputt. Warte mal, muss ich abfeuern? D muss... Ja. Ich hab okay, ja. Gut. Dann geh ich C, komm. Die ist ja actually komplett weg, dachte ich, viel näher. Das ist auch bei dir in der Basis. Ja, nee. Jo. Wow. Erik hat Orbital keinen verstanden. Ich geh zu D. Was? Jetzt erst. So, C, dich zerstöre ich, Junge. Boom. Endlich. Hä? Ich hab zweimal drauf geschossen, warum hat es nicht gezählt? Keine Ahnung. Wie das? Befall. Ab nach unten. Oder? Auch nicht hier im GTA. Mommy. Wir müssen weiter nach unten. Der Profi. Digga! Okay. Ja. Warum auch da durchgehen sollen, ne? Wäre zu leicht. Ja. Wäre langweilig so. Also. Geht ihr vor, mein Charakter ist betrunken. Digga, Leben. Du hast kein Leben? Kein Snacks halt. Okay, dann lass mich etwas weiter vorne. Geh hinten. Der ist ein Betrunken, jetzt zwar vorne. Aber eine mit HP.
Oh, ist die Rakete. Erstmal rein in die Rakete. Funny. Let's go. Wo sind sie da? Moin, wer ist er? Wer ist er denn, Alter? Ein wunderschön. What? Wo kommen die her? Wow. Man kann es dir auch online kaufen. Oh nein. Oh nein. Ich weiß, was gleich passiert. Ich auch. Oh, wie gebe ich Gas? Yep, genau das. Ah, nee, das ist. Ja. Stirb. Okay. Oh, ich glaube, ich sehe ihn da hinten und hinter ihm sind zwei Helikopter. Ah ja. Und die Raketen von dem Ding sind absolut unaggressiv. Sind absolut freundlich. Friendly Rocket. Okay, wenn sie sich nicht bewegen. Okay, die halten aber 20 Raketen aus. Er ist tot. Ja, aber er hält keine 20 Raketen aus. Besser so. Unser Tipp geht damit nicht in Ego-Perspektive. Warum nicht? Ja. So weird. Geht, finde ich. Okay, ich war AFK. Hä? Warum AFK? Du fliegst langsam. Weil ich höher gewinnen muss, weil ich von einem Berg war? Nicht so. AFK, perfekt. Was für du bist AFK? Böh. Fahr weg. Ah, da müssen wir hin. Achso, da ist. Boah, was ist jetzt passiert, Digga? Bitte. Sonst diese Kirche. Ah, echt, Erik. Kirche, was für eine Kirche? Wo bist du denn? Observatorium, Erik. Ja, Kirche. Ach, moin. Nein, Erik, bitte verkackst nicht. Buggy. Wie kann ich aussteigen? F. Ne. Ja, Erik, wir können uns alle gerade nicht bewegen. Ach so. Aber heil ich meinen jetzt? Ja. Der wird dir jetzt geschenkt, Erik. Oha, danke. Ja. Warum bin ich noch in meinem. Okay. Okay. Interessant. Mr. Quest! Mr. Krabs! Warum haben wir eigentlich so einen schwarzen Monitor auf dem Rücken? Das ist, glaube ich, kein Monitor, Erik. Oh. Teletubbies falsch verstanden. Ich will mit meinen blauen Augen, Alter. Digga, du hast einen Helm auf. Habe ich nicht bei mir. Bei mir schon. Hm.
Challenge. Wie schafft Les es eigentlich mit irgendwelchen drei stummen Bastarden sowas zu machen? Ja. Einfach ein Banküberfall, ohne irgendwann darüber miteinander geredet zu haben, in dem Game zumindest. Einfach nie Wort ausgetauscht. Weiß nicht mal, wie wir heißen. Ja, stimmt. Bewerbungsgespräch lief genauso ab wie jetzt gerade. Einfach, wir haben nicht geredet, eher so später, 20 Minuten später. Eingestellt. Der Mann, den wir suchen. We're sucking dick. Oh yeah. Uff. Erfolge, wer hätte gerettet zu wegen. Warum hat Erik Platin? Weil Erik nichts gemacht hat. Hä? Achso, stimmt. Ah, hab ich vergessen. Stimmt. Da war ja was. Oha, wir haben kein Geld verloren. Ich hab fast 300k bekommen. Ah, Elite-Herausforderung fehlgeschlagen, was? Wow, 50. Erstes Mal plus 5k. 5k? 5k, Digga, wahrscheinlich. Jetzt, nee, schon 5k, 500k, 50k. Für 50? Wäre das mit 5k, Erik, dann wäre es so, als hättest du das geschafft, hättest du das Geld bekommen und die würden dir nochmal dir so ins Gesicht spucken. Oder in die Eier treten. Kannst sie sogar aussuchen. Ich liebe es. Du kannst sogar aussuchen, was für Schuhe die denn nehmen würden dafür. Ob die jetzt so Sneaker, Hausschuhe, Springerstiefel. Gar keine Schuhe. Mit dem Hacken, mit dem Zeh. Arbeitsschuhe mit Stahlkappe drin. Oh no. Ja, mein Krieger fährt einfach unter Licht. Ja, das heilige Auto. Oh, das ist nicht gut. Wer ist er? Er will auch dazu gehören. Wieso habe ich jetzt 50k nochmal dazu bekommen, what the fuck? Ja, passiert. Wenn du die 50k bekommst, für was? Auch zum ersten Mal abgeschlossen. Ah, stimmt, ja. Hab ja nicht schon viermal gemacht, das Ding. Nee. Oh, finally, ich hab wieder über 1 Million. Ja, instant wegballern damit, ne? So, das Gekauft ist denn so cool, dass man sie so kaufen kann, ne? Ich will jetzt auch Legendary. Ich hab mich gerade gefragt, wo meine Basis ist und gesehen, warum es mit dem Bunker da unten. Stromberg. Erik, hol dir lieber Hangar oder Kampfhelikopter. Die machen mehr Spaß. Hangar. Ja, dann kauft der den Sport hat Kampfhelikopter oder Hydra oder sowas. Die machen Spaß. Oder ich kaufe also mir ballistische Ausrüstung. Nein. Oder Erik, du kaufst den F1 Hunter. Oder du kaufst den F1 Hunter, weil da können zwei Leute mitfliegen und beide haben was zu tun. Der eine hat. Ja, du hast Raketen, der Mitfahrer. Und der andere Idiot hat keine Ahnung. Harten Autismus oder so. Ist das ein Flugzeug oder? Ein Helikopter. Ach so. Ja, der wird sich, wenn du fliegst, aber wahrscheinlich erstmal komisch fliegen, weil der hat hinten noch so ein komisches Rad dran, ne? Was sich komisch anfühlt. Hier ist ja cooler. Hui. F1 Hunter. Oh, fuck. Okay. Die kostet 3,1 Millionen. Die Hydra kostet 3,9 Millionen für mich, wieso? Was? Da kaufe ich mir lieber vorbereitende Mission EMP abliefern. Human Labs Raubüberfall ist das. Achso, ich glaube, das war hier Apartment. Sind die spät ist es? Ja. Es ist 22 Uhr, Erik. Erstens. Oh, warte, muss ich jetzt gleich offline. Imagine being arbeitslos. Imagine having Schule. Da haben wir wenigstens was zu tun den ganzen Tag. Ich bin nicht ehrlich, das ist fucking langweilig in der Schule gewesen. Echt so. Also ich bereue nicht, dass ich noch so Leuten abgegangen bin. Ich aber auch. Same. Froh. Endlich raus.
Ey, Han. Nico. Ja. Han. Ich hab. Han. Han. Nein. Ich hab gerade. Du wolltest Hannes sagen. Ich hab 100 jetzt Energiefragmente. Sören, welchen Hack hast du benutzt? Sag mal. Gar keinen. Ich hab einfach Jetpack. Drop Money for Community. Yo! Also ich hab ja allein jetzt in ein paar Minuten 4 lilane Schnecken gefunden. 4. Elite. Ja. Die denken jetzt, dass du der Hacker bist oder was? Denken sie nicht. Auch nicht, dass Erik nicht der Hacker ist. Stimmt, Erik ist auch kein Hacker. Außerdem hat das wer anders geschrieben. Erik hat nur No geschrieben, weil er denkt, er wäre witzig. Okay. Erik, bist du witzig? Nein, perfekt. Nee. Okay. Cool. No. Genau. Wegen Erik. Schaust du ab, sein. Nagina am Saki. Erik? Ja. Schaust du am Abend eigentlich noch YouTube? Ab und an mal, ja. Wieso? Hast du da auch immer diese Werbung von 25 verschiedenen Seiten? Diese Einschlafwerbung, so, wenn sie ja Probleme mit ihrem Einschlafrhythmus haben. Nee, bei mir ist es immer so, leg dich hin auf den Rücken. Ja. Entspanne dich vom Knie bis zum kleinen Zeh. Ja. Und diese Figuren, die immer so aussehen, als wäre das so kurz gesagt auf Wursch. Genau. Spüre, wie sich langsam deine Muskeln lösen. Lösen. Ich bin leberkrank. Mommy, der Muskel. Da ist ein bisschen mehr. Mama, ich hab meine Leber verloren, ist das schlimm? Mommy. Mom. Ja, Mom. Join. Kipperkippe. Ey, Alter. Clean. Mann. War clean. Oh. Warum hast du es nicht geschafft? Hä? Weil er fresh ist. Einfach fresh. Warte mal, darf ich mir jetzt nicht den Akula in günstig holen? Das ist nicht der Akula. War das nicht, wenn du das als Host gemacht hast? Scheiße, ich glaube, das war es wirklich. Warte, such kurz. Akulu, wo bist du? Weil ansonsten müsste ich mir auch die Hydra für 3 Millionen kaufen können. Ja, stimmt. Weil gespielt habe ich jede Mission, die es gibt in GTA. Ja, der Hand mit seinem Spoiler hinten dran. Hand ganz wichtig. Na, Hunter ist. Kannst halt zwei Spieler drin. Der eine. Wow, hat halt. Aber du hast. Der eine hat ja eine Explo-MG und der andere fliegt. Den kann das im PvP, denke ich mal, ist er schon stark. Ich habe echt die Akula verpasst. Annihilator. Da, Akulus. Das ist echt nur, wenn ich Server farm, Weltuntergangs. Raubüberfall. Nicht gut. Das ist das Basis-Ding, was wir gerade gemacht haben. Ja. Kauf mir die Mogul. Die Mogus. Mogul. Also ich gehe hoch, plötzlich goldene Autos. What? Bei mir. Ich hole mir einfach den Kipplaster. Stimmt, mach mal. Erik, aussteigen, Hacker. Soll ich wirklich machen? Nein, Digga. Doch, gute Idee, mach das. Stimmt, Erik, mach doch. Okay. Nee, warum ist meine Kamera so komisch? Welches Auto nehme ich? Arena, den Gas ich nehmen. Das. Fahr jetzt zum Casino mit dem goldenen Auto, ich Bock. Okay. Soll ich denn deinen CEO verlassen und dich hier einladen? Wenn du es machen willst. Okay, dann. Das ist zum Fix My Room. Erik, wir haben ein Problem.
Das ist nicht mehr mein Helikopter. Erik? What? Kannst du mir erzählen, wie der nicht explodiert ist? Warte, jetzt hier. Der ist jetzt rausgeflogen? Ich bin davor schon lange rausgeflogen. Oh. Aber der ist dann auf den Boden geknallt, ist aber nicht explodiert. Und eine halbe Stunde später ist Erik krepiert. Kinderfarbe hast du? Oh, das grün, ja, gelb. Gelb. Ganz komisch, egal. Besser als braun. Oder ja, stimmt schon, passt schon. Oh, no scope. Warum hast du mich jetzt getötet? Ich hab dich no-scoped. Oh, was wäre jetzt der Grund dafür? Du hast mich auch gekillt. Hä? Du bist einfach nicht aus dem Helikopter ausgestiegen, hä? Was ist mit dir? Erik. Besser so. Hinten deine Basis, Alter. Ja, weil ich hab in direkt in der Nähe Bunker und Hangar auch. Einziger Grund, warum ich mir die da geholt habe. Und weil Geld. Ist aber die billigste oder nicht? Ne, die billigste ist ganz oben. Glaube ich. Ich weiß nur, dass ich die teuerste hab. Ja. Okay, muss Erik offline? Da muss er offline. Tut mir jetzt aber leid, Kapi. Njum. Shit! Was? Ich hab grad ein Salto mit meinem Helikopter gemacht, weil ich mit 300 km/h gegen einen Stein geflogen bin. Okay. Aber ich hab's überlebt. Gerne wissen wie, aber. Ja. Welches Auto wäre denn noch cooler in Gold? Hässlich, ja. Hässlich. Nee, fühle ich nicht. Wie kannst du mich jetzt gerammt, Digga? Motorrad, so, wo ist ein Motorrad? Ich mach den Kack jetzt. Ah, ich verstehe.
Ich weiß, wie ein Heist funktioniert, Spiel. Du brauchst mir nicht erzählen, dass ich so viel Stuff brauche. Oh, guten Morgen. Oh, Erik. Ja, der wird wahrscheinlich auch nicht mehr wiederkommen. Was ist denn los? Der ist... Ja, das ist so ein komischer Typ, der Schule hat. Ja, ich habe auch Schule, aber... Ja. Was fragen wegen Schule? Ja, ja, die Schulkinder ja. Hier. Immer diese Menschen in Schule. Spacken. Haben die überhaupt Freizeit? Ja, ne, ich hätte auch am allerliebsten nach der 9. aufgehört. Ja. So viel Hausaufgaben machen, Digga. Deutsch, Alter. Testheft da. Ein Testheft, scheiß. Darf ich in meinen Hangar oder weniger? Ach, der nicht. Grand Theft seit 5 Stunden, Junge, Alter. Junge, ich spiel seit 5 Stunden. Ja, wegen GTA 5, verstehst du? Ja. Was das ist. Zwei so eine Seiten, Alter, von diesem Test. Ich verstehe auch nicht, warum wir so eine Prüfung einfach zu Hause machen müssen. Ja, damit ihr nicht googeln könnt, ist wichtig. Ja, ja, das war... In der Schule gibt es ja so gutes Internet. Ja, deswegen. Da das ist halt so gut. So. Und jeder Schüler hat auch dazu... Ja, viele haben halt kein Internet zu Hause, ne? Ja, ja, genau. Und halt auch das Ding in der Schule ist halt einfach, also das ist zu gefährlich, dass man am Handy ist, weil man sieht das halt nicht, wenn man im Unterricht am Handy ist. Ja, mit dem... Bin safe eh wieder der Einzige, der das macht, weiß? Nee, aber ich hab das schon gemacht. Sören auch. Sören auch. Ja, ich wollte nicht sagen, dass Leute haben es halt. Ja. Ich bin direkt zur Schule gegangen, bin direkt zum Training gegangen, bin jetzt 22 Uhr wieder gekommen. Amogus. Hydrus Maximus herkommen. Darauf habe ich erstmal 2 Sterne. Ah, die Mission ist das. Ja. Den hast du den? Ne, den kraul ich nicht. Ne, ich fahre das Ding nicht. Ich darf seine Tasche klauen, als ich einen Krankenwagen fahre. Oh, gar keinen Bock, dieses Kacking zu fahren, aber ja, habe ich. Ich kann dir meine Hydra da hinstellen, kannst mit der fliegen. Ne, ich will mein goldenes Auto weiterfahren eigentlich. Achso, ja, dann. Aber ich fahre jetzt einfach das Ding. Passt schon. Deine Basis ist ja nicht weit weg. Und wie viele Kilometer musst du fahren? Keine Ahnung, muss es noch kostenlos werden. 7 Kilometer, okay, ne, meine ist doch recht weit. Deine war ja weiter, oder? Oder? Weil hier hinten ist meine weiter weg. Ja. Ne, auch irgendwas mit 7. Von hier hinten. Ey, dieser random. Digga. Bin ich. Erste Polizisten. Achso. Das ich sitze random auf der Straße, ich gucke nicht hin. Moin. Hinten angefahren. Also, muss in die Basis, ich fahre jetzt einfach so hin. Ist nicht mal von vorne ein kleiner Knirsch.
Der gestern schon wieder so eine 12-jährige Schwanger auf unserer Schule. Schon wieder? Ja. Wer denn? Ich weiß nicht, wie die heißt, ich kenne die nicht. Irgend so ein Assi-Vibe aus der 7. Klasse. Ja. Oder 6. 6. oder 7. Klasse. Aber ich da geht man 6. von der Schule ab, ne? Sind die ganzen. Die Lehrer, die man mochte, sind weg. Und dann kommen aber die besten Schüler von anderen Schulen auf die Schule. Achso. Der Kinderticker ist auch dabei. Ich hab's auch gerade gesehen. Der Kinderticker. Der Kinderticker. Ich glaube, das ist ein guter Job, den werde ich tun. Wo kann man sich da anmelden? Bestimmt. Praktikum? Der sucht bestimmt noch einen Auszubildenden. Der sucht bestimmt einen. Muss man schreiben, ey Kinderticker. Wo kann ich Praktikum anfangen? Kinder. Junge, warum ist da eigentlich ein Bild wie so eine alte der Leck? Tut mich richtig schön. Der ist Level 1. Oh, oh. Der ist ja halt ganz neu in dem Business. Und ist das übelst der Modder, der sich gerade seinen neuen Account erstellt hat? Ja. Und erstmal Kinder in GTA reinmoddert. Ey, schießt euch jetzt weg. Ey, das wäre voll geil. Kinder in GTA doch, wäre schon völlig viel. Gibt's, also es gibt so ein Mod-Menü, womit du ein Roleplay auf jeden Fall dich als Kind machen kannst. Ja, ein Roleplay. Ja, Roleplay, aber. Ich meine, du kannst auch erschossen werden. Ja. Ich meine. Ob das. Okay, nee, das sag ich nicht. Nicht, dass hier alles mitgehört wird und dann der zu schwarze Moor dann wieder verfassungsfeindlich wird. Ich glaube, Holocaust-Leugnen kann bis zu 5 Jahren Haft bestraft werden. Also, lass ich das ja lieber. Junge Frau Ritter, die hat letztens übelst rassistische Witze ausgedacht. Echt jetzt? Ja, warte. Judenwitze. Der ist mal nicht in der Schule. Und auf einmal ganzen Lehrer, die ja, eigentlich Lukas so... Lukas sollte sich einen Witz ausdenken, damit er gehen durfte. Dann hat er sich einen ausgedacht, dann meinte sie so, und das war halt übelst der schwarze Witz, dann meinte sie so... Finde ich witzig, ja, bin ich dabei. Ja, warte, ich hab einen besseren... Dann hat sie irgendeinen KZ-Witz gebracht, auf jeden Fall. Wie ging der denn? Wie war die Stimmung? What the fuck? Also einmal von der Schule auf einer werden alle eigentlich netten... Einmal alle cool, Alter, was ist denn da los? Auf einmal alle rassistisch und so. Für die Frau Ritter, what the fuck? Ich glaube, Herr Funke ist auch übelst rechts. Ja, ich hab's auch schon gehört. Der ist auch richtig doll. Übelst doll da, die gegen Schwule und so und gegen Gendern und so ein Zeug, übelst ich doll. Der ist ja richtig, ja. Der ist ja richtig ausgerastet, ja. Oh Mann. Der ist richtig in Rage gegangen, ja. Dieses ganze scheiß Gender geht mir sowas von auf den Sack, sowas von. Müssen sich Lehrer da auch dran halten, ist es da aus, dass sie sagen müssen, oh ja, hier. Ja, so. ja, genau. Echt? Leute, oh, das sind ja auch richtig auf den Sack hin dann. Irgendwie eine Mutter wollte ihn irgendwie gegen ihn vorgehen, weil er in einem Elternbrief nicht Schüler und Schülerin reingeschrieben hat, sondern halt nur Schüler liebt Schüler. Ja, also bei Schüler, das weiß man doch, dass es da auch Mädchen mit gemeint oder nicht. Ja, das ist so. Ey, das ist so dumm. Es gibt so dumme Menschen auf der Welt, ne? Warum halt? Ich muss halt so, ja, okay. Um 4 Uhr morgens anrufen. Hallo! Mein Kind wurde hier als Mensch beleidigt. Alter, das geht so nicht. Ich bin nicht binär, ich bin kein Junge und ich bin auch kein Mädchen. Ich bin eine Seegurke und das akzeptieren Sie gefällig. Yeah, Seegurke. Das ist so dumm, dieses. Dass jetzt jedes Wort irgendwie ändern müsste. Wieso? Wer hat denn die Rechte dazu gegeben? Also eine andere Frage. Wer hat der Spülmaschine besprechen bei Ich sehe schon, wie du einfach random so einen Brief bekommst von irgendwas, keine Ahnung, von der Schule. Und diese. Und oben steht einfach nur so: Liebe, Herr, Sie, Wassergurke, Gurke, Waschmaschine, Toaster. Vierseitiger Brief, der eigentlich ist, so. Ist eine halbe Seite. Da steht eigentlich nur so, sie wurden angenommen, aber ist einfach 4 Seiten lang, einfach nur wegen den ganzen Gender-Bullshit. Wegen diesen ganzen Pronounces. Kann kein Deutsch.
Ah, Ladevorgang abgeschlossen. Hahaha. Kinderticker, Digga. Nein, der in der arme Level 1 habe ich die ganze Zeit abgefuckt. Echt? Ja. Ich habe schon zweimal gesehen, wie der getötet wurde. Ja, ich dachte, er tötet die ganze Zeit. Nee. Ist ein Kinderticker, so. Der hat eine 0,33 Serie, okay, der wird der Evil Hops genommen. Gucken, vielleicht setze ich mich für den Typen gleich ein. Na, dann mache ich diese ganzen Overworld-Missionen. Frau Rübker, die ist halt auch richtig ausgetickt, weil wir haben ja jetzt Falco in der Klasse, also aus der 10. Boah, der Fall, ich hasse den Typen, der ist so ein Hund. Ja, alle hassen den auch. Der ist richtig arrogant. Ich habe früher mal mit dem, als ich noch Rudern gemacht habe, da war der im Kanu-Verein, haben wir den immer übelst verarscht. Aber eigentlich habe ich mich mit dem gut verstanden, aber trotzdem, der war komisch. Keine Ahnung, ich mag seine Gangart nicht, sieht aus wie so ein Schwuchtel. Ja, ist so. Aber er war halt wie so ein, jetzt nicht Gegenschuss, also richtig so ganz komisch. Ja, aber und da ist Frau Rücker richtig ausgerastet, weil er mir letztes Jahr sein Buch nicht abgegeben hat. Na, die hat ihn richtig angeschrien, wollte ihm jetzt kein Buch geben und... Verständlich. Ein scheiß Chemiebuch, Digga, die sind irgendwie von 1995. Ist ja echt so. Digga, die wurden mitvergast. Ja, die Chemiebücher, das sind Relikte aus dem Ersten Weltkrieg und die... Ja, meckert da übelst rum, weil da eins fehlt, weißt, und will dagegen vorgehen und dass er dir das bezahlt. Ja, FBI! Das nicht mehr zu kaufen, weißt, die sind gefühlt, die zerbröckeln fast. Die sind älter als die verstanden. Lehrer selbst. Ist das die sind echt? Älter als die Schüler, also das auf jeden Fall. Ja, das steht noch drin, dass... Die haben noch die alte Rechtschreibung da drin, es wird noch... So komisches Deutsch. Ja, so... So Autistendeutsch. Halt so muss mit SZ und so, weißt du? Das ist oh, halt diese... Nee. Ah, trotzdem, die Civic ist viel besser als Hansa, ne? Ich war ja vor auf dem Hansa da. Ich hab letztens eine auf einer Party kennengelernt, die auch auf Hansa, die kannte dich, ne? Wie hießen die? Pia. Nee, ich hab den Namen noch nie gehört. Pia. Pia oder Sophia? Pia. Mit Sophia. Ich glaube, mit der habe ich mal trainiert früher. Macht das die kann sein. Drehen. Ja, hat sie gemacht früher, ja. Hat die so schwarze Haare? Hm. Dunkle so habe ich auf jeden Fall. So ein bisschen Emo so mäßig? Ne, Emo würde ich nicht sagen. Also so war die mal eine Zeit lang, aber ja, dann weiß ich Pia. Boah, das, ich kenne irgendwie so viele, ich krieg's gar nicht durch. Vom Hansa. Ja, aber die ist ein bisschen weird irgendwie. Aber stimmt. Ich weiß nicht, wie sie vorher ja, war, also... Ich hab mich mit der gut verstanden. In meinen Augen ist sie nicht weird. Ja. Also hatte mal eine Zeit, da war sie richtig weird, weil sie da übelst doll Drogen genommen hat. Achso, ja, naja, das ist aber inzwischen gar nicht mehr so. Ja, deswegen dann wird die wieder normal sein. Die war früher richtig korrekt. Dann ist sie jetzt komisch geworden, richtig aggressiv und so. Ich glaube, weil die gekokst hat oder so, ich weiß nicht. Also kam mir auf jeden Fall so vor, dass sie Koksnase war oder so. Ja, das könnte sein, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht alles über sie. Ja, wo waren die Party? Da war an das Hof, an so ein, ach so, okay. Bisschen, ein bisschen abgelegen. Ach so. War eine Feier, eine private. Könnte ich auch ein paar kennen. Und da war die letztens bei mir und hat dieses Schulfoto gesehen. Ah ja. Und dann meinte sie, dass sie dich kennt. Ich war so, okay. Interessant. Stalker. Nee, weil ich glaube, die kennt einige, die ich halt auch kenne, weißt du, den ich früher rumgeeiert habe und durchs Rudern halt, ich habe das ja richtig ernst gemacht, okay. Dann bin ich da rausgeflogen, weil die halt mitbekommen haben, dass ich nebenbei mich noch, also noch anderen Sport gemacht habe und das war ja Leistungssport, das ist ja verboten, also da ging es ja um was, so, weißt du, zu deutschen Meisterschaften und so und ich habe das halt gar nicht ernst genommen, dann haben die auch rausgefunden, dass wir bei den fucking deutschen Meisterschaften, da ging es um Geld, ne? Dass wir da gesoffen haben und so ein Zeugs, haben die dann rausgeschmissen. Die uns da rausgeschmissen. Deutsche Meisterschaften, da ging es um, weiß ich nicht. Also teilweise für die Milliarden!
Nee, um echt Beträge, also wirklich so dreistelliger Bereich auf jeden Fall. Dreistellig? Das finde ich auf der Straße. Das war in München, ne? Und das ist halt so eine richtige Olympiastrecke gewesen. Also wo auch schon olympische Rennen drauf waren. Oh. Halt deutsche Meisterschaft, ne? Und da war so, da sind halt immer so Türme, wo so Durchsagen gemacht werden, weißt? Und auf jeden Fall, wir sind da rein und haben versucht, an dieses Mikro ranzubekommen. Wollten halt irgendwie reinschreien oder so, wir haben es nicht geschafft. Stand da zur Debatte, dass wir da disqualifiziert werden und so, deswegen waren die richtig sauer auf uns. Verstehe ich nicht. Check it nicht. Lass mich raten, der Oppressor-Spieler kommt gerade zu mir. Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass ich von so einem anderen Typen gekillt wurde. Doch nicht. Ja, weißt du, was Jesko gestern, nee, heute oder gestern erzählt hat? Jesko hat erzählt einfach, dass er hochbegabt ist. Digga, ich muss was? So lachen, ne? Ja, das sagt er schon öfter, ja, da wurde auch öfter mal einen Lachkampf bekommen. Digga, der ist doch nicht hochbegabt, der hat nicht mal die 9. fast geschafft, so weißt du? Dann werdet ihr auch hochbegabt, so. Weißt du, was ich meine? Ich hab's nicht mal versucht, also das Ding ist halt, ich habe ja noch nie für einen Test gelernt. Ja. Ist halt ich würde es halt wahrscheinlich sogar die 10. schaffen und sonst nicht, aber ich habe halt auch keinen Bock drauf. Das ist andere so. Ja, ich hätte auch keinen Bock gehabt, wieso soll ich denn noch? Was machst du jetzt? Ich mach die nächsten 4 Wochen jetzt ein Praktikum bei Mercedes. Ja, ja, dann kann es sein, dass ich dann da übernommen werde. Ganz schwierig. Ja, so Mechatroniker oder wie? Ja, ja. Das war das, was ich ursprünglich auch machen wollte. Ja. Also wie hab Lukas. Ne? Ja, ja. So, falls das nicht klappt, gucken. Vielleicht Bundeswehr. Ja, ist so, das geht immer. Kriegst einen Haufen Kohle und muss gefühlt nichts machen. Dann kriegt man sowieso nicht, also nicht, also. Ja, aber wenn denn mal zu so einer Extremsituation kommt, was wahrscheinlich nicht mehr in diesem Leben passiert. Nicht mehr in seinem. Irgendwann ist es nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass bald mal wieder in den Krieg geht. Aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass da Deutschland sogar mit einprobiert ist. Oh ne, jetzt rennt er rüber. Jetzt wird er sich mal weg. Ich hab zu lange gewartet. Ich wollte ein bisschen träumen. Boah, ist ja cool. Yeah. Cool. Oh nö, er hat ein Schwert, Digga. Er hat ein Schwert, fick dich. Ja. Einfach die Leute, die Schwerter in Bedwars benutzen, ganz schlimm im Moment. Ja, übelst behindert. Ich weiß nicht, ich hab das vor 5 Jahren oder so, hab ich das so ernst genommen, dieses Spiel. Ja, vor 5 Jahren, da gab's auch noch kein Farbfisch. So, da hat man auch noch mit Bogen gespielt, so mit Gold. Ja, ich hab das richtig ernst genommen. Ich hab immer so Minimi-Checker und Poishi und so geschaut und hab mich so gefühlt, wie als wäre ich die, aber ich war eigentlich richtig schlecht. Und hab mir so irgendwelche Capes und Kronen, Levi-Mod geholt, Junge. Ja, fühl dich. Ich hab mir mein Levi-Mod einfach weggenommen, ich hab ein Lifetime-Cape gehabt. Ich hab's nicht mehr. Das Cape ist auch einfach weg. Die Krone, die hab ich verkauft, also da gab's ja so ein Hoodie. Und wenn du dir den gekauft hast, dann hast du so eine Krone bekommen. So ein Code für so eine Krone. Obwohl die hat halt 60 Euro gekostet oder so. Die Krone habe ich dann für 40 Euro verkauft oder so. Ja. Aber das Cape ist auch einfach weg. Ich glaube, das kann man auch an- und ausstellen oder so. Würde mich eigentlich. Ja, aber ich habe mich halt angemeldet auf der Seite und war so, ja, dass ich das nochmal kaufen muss. Ich war so, okay, scheiß drauf. Ich habe nicht mal mehr noch einen Skin drin. Also. Der war ja auch Revi, der Schwitzer, wo ich mir die Frage stelle, die schwitzen nicht mehr, hallo? Die sind übel kacke. Ja, mittlerweile. Ja, der Server wurde gelöscht, ne? Ja, vernünftig so. Ja, ich glaube, die konnten die Kosten nicht mehr tragen, ne? Ja, ja. Ja, ja. Aber eigentlich traurig, weil ich habe da damals immer so viel drauf gespielt, ne? Das kannst du gar nicht vorstellen. Ich habe immer auf Meinsucht gespielt. Was? Auf Meinsucht habe ich eine Zeit lang gespielt, als der Server noch krass war. So, da war das 1 gegen 1 mehr geil. Ich auch mal die Videos von Abgecreef geschaut, Junge. Habe ich früher auch. Controller wird gespielt. Oder nee, Duplizierer oder was das da war. Ja, und eben diese Ausrastkinder. Wen? Auch wenn die nur gespielt waren. Ja. Trotzdem funny. Dieser Sky Guy, der war richtig doll da an dem Faken. Ja. Der war da noch viel doller, dieser Dicke. Ja, ich weiß, hier ist Sky Guy und Forks.
Ja. Da, auf dem Server habe ich richtig toll reingehackt, weil ein Kumpel von mir, dem sein Bruder. Wurde gescammt. Oh, fuck. Nee. Der hatte irgendwie Kontakt zu so einem ehemaligen Moderator und dem haben sie da irgendwie die Rechte nicht weggenommen. Dann konnte der uns einfach alles geben und der hat uns so viel Geld da gegeben, dass wir uns alles kaufen konnten. Boah. Einfach reißer Spiele in einem Ich weiß nicht, warum ich auf einmal mich an. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Folge war von ihm, aber ich habe schon mal sowas ähnliches gehört, dass irgendwo ein Moderator entmoderatort wurde. Der hat auch mal Sachen alles gegeben. Ich glaube, das war auch in einem Video. Ja, der Typ hat allen. Der hat allen Sachen gegeben, also wirklich jedem. Also der. Oh ja, ist jetzt ja dein Scheiß. Alter, ich spiel mit Kopfwebs. So ein Wichser, der hat nicht mal einen Knockback-Sick, hat gar nichts. Der rennt damit volle Kuh. Stark. Ist der Volk von dem Affen oder? Digga, was für Schüttel die Kopf ab, Digga. Naja, vor mir ist so ein anderer Spast. Es regnet, es ist absolut rutschig. Vor allem kommt da so ein Polizist von vorne, Digga. Ich ramm den erstmal absolut komplett weg. Nee. Es sah auch so aus, als würde er mir umdrehen und mir jetzt folgen. Aber ich sehe den jetzt nicht mehr. Nee, hat aufgehört. Besser so. Du weißt, wir haben Avenger. Wusste er wahrscheinlich auch. Kindertecke hat das Spiel verlassen. Nicht gut. Bin ja, der wurde die ganze Zeit gekillt. Dame. Hoffentlich Smurf-Account. GTA, Junge. Das ist Level 1, das war gar nicht so. Tut mir schon leid. Krasser Bruder. Das ist halt schon ehrenlos, wenn man so ein. Ja, wenn man so eine KD nicht anders hochkriegt, Digga. Ja. Einfach so Low-Levels abfacken muss. Ich wusste bis gerade eben nicht, dass es eine KD in fucking GTA gibt, Alter. Ja. Ehrlich. Ja, das ist gar auch ganz schlimm. Ja, aber das ist auch schwer, eine Einser-KD zu haben. Haben sich selten bei Leuten. Ja, weil. Das ist gar nicht. Egal, weil PvP einfach das Behindertste ist. In dem Game. Naja, ich meine auch noch PvP, wenn man entweder dich killt, also einer von meinen Freunden oder mich. Ja. Weil dann, sonst greife ich auch keinen Spieler an. Oppressor, Junge. Ja, es ist halt auch Lukan, einfach. Lukan ist der größte. Lukan ist einer von diesen Abfuck-Oppressor-Spielern, der joint nur echt das jetzt? Game wollte mit dem Oppressor. Ja, aber richtig doll, Digga. Richtig doll. Nee, der. Also, er ist echt nervig. Mit ihm zu spielen bockt doch dadurch nicht, weil er halt wirklich dich die ganze Zeit killt, Digga, weißt du? Echt jetzt? Auch wenn ihr so zusammenspielen wollt, Missionen und so? Ja, du schießt ihn einmal aus. Nee, da nicht, aber so. Sonst nur halt so. Du schießt ihn einmal an und er tötet dich direkt mit Oppressor. Und mit seinen ganzen Sachen. Ja, mich hier mit dem reingesuchtet. Mittlerweile. Ja, hoffentlich. Seiner Eisenrüstung, Digga. Junge. Ich will mal gegen Luca gespielt haben. Er uns gekillt hat und wir ihn dann zurückgekillt haben die ganze Zeit. Luca? Wir? Ja, bestimmt. Ich kann aber alleine, wie der Presseleute haben wir schon mal Hops genommen. Naja, aber gibt ja sehr viele leider. Ja, aber trotzdem muss ich mal schon mal so gegen Luca. Ja, weiß nicht, wie heißt Lukan Transen, er nimmt das. Keine Ahnung, weil er wirklich so viele Leute schon gekillt. Ich glaube, das Jahr wird richtig anstrengend. Das ist schwer. Ah, schön verkackt, sein scheiß MLG der. Oh nö, Alter. Ah,
I got no room for that jello. Aber musst du nicht irgendwann schlafen gehen, wenn du Schule hast morgen? Nö. Ich schlaf eigentlich eh nicht vor mir. Das sieht der Schlafrhythmus, kenne ich. Ja, weiß nicht, spätestens mit Logik schon schlafen, aber was soll ich da bis dahin jetzt noch machen, oder was? Ich hab früher auch in der Schule geschlafen, wahrscheinlich ein Grund, wieso ich es auch nicht geschafft habe. Boah, hab ich halt auch, ne? Immer in Geschichte, wenn Film geguckt wurde. Vor allem, Geschichte habe ich nie geschlafen, weil Geschichte ist ein geiles Fach, Alter. Richtig geiles Fach, ey. In Geschichte bin ich gut, sei ehrlich. Ja, schon. Naja, okay, es hat auch einen Grund, glaube ich. Ja, weil ich mich damit halt viel beschäftige, so mit Geschichte. Und so. Die Bücher lese, weil ich es halt interessant finde. Ne? Ja, das ist auch einer dieser. Das ist auch ein so ein witziger Mann, ne? Nee, eigentlich nicht wegen Dave. So. Das ist eigentlich mehr Humor, so, also. Ernst gemeint ist das nicht. Ja, auf jeden Fall. Bei Lukan, da weiß ich nicht. Ja, okay, Lukan. Ich meine, ich würde sagen, weil Lukan. Ich würde sagen, Lukan ist schon einer. Ich meine, er ist der Grund Oppressor. Also Lukan hat halt davon eigentlich keine Ahnung so. Hat davon sehr viel Ahnung. Aber trotzdem, ich habe da schon meine Meinung zu. Der war das größte Arschloch und der ist wirklich von. Der ist so dumm. Also der muss irgendeine Krankheit gehabt haben. Also. Ja. Also hätte aber hier landen. Also, weiß nicht, wenn man so einen dummen Krieg führen kann, Alter, da musst du wirklich richtig, da musst du echt jemand irgendwie ein paar Mal so auf den Kopf geschlagen. Oder so wie Erik sagen würde, da wurde wohl jemand so oft gegen die Wand gehämmert. Geworfen, oder? Die Wand geworfen, ja. Ich hoffe, bei Erik ist das mal auch der Fall. Hier wurde mein GTA auch abgefuckt von irgendeinem so Juden. Und Erik hat da auch erstmal geschrieben, wie oft hat deine Mutter dich gegen jemand geworfen? War witzig. Stimmt, Flo hat gegen ihn gekämpft. Ich und Erik. Gekämpft kann man das nicht nennen. Ja. Ja. Ich habe zugeschaut und Erik hat. Ich weiß nicht, ob er es versucht hat, aber. Nee. Glaube ich nicht. Irgendwie mit der Letzte, der den Schlüssel hat. Also ich muss sagen, ich bin echt der schlechteste Spieler in GTA. Ich habe noch nie so wirklich eine Vorbereitung gespielt. Ey, ich lass mich da nur mitziehen, ne? Autorennen finde ich richtig scheiße. Mein Geld ist von irgendwelchen Modern, also. Ich bin Level 30 und spiele das Spiel seit 4 Jahren oder so. Egal, wir brauchen nur einen. Eigentlich. Wir brauchen einen mit Sicherheitshalber. Okay. Wieso ist denn die explodiert, der Deluxe? Okay. Egal, der wäre jetzt abgebrannt. Wir machen Minecraft-Logistik. Einfach, wenn Chunk nicht geladen ist, dann passiert auch nichts. Okay. Macht Sinn, ja. How to mine Minecraft. How to money fast. How to Minecraft. Oh. Junge. Die Scheiße. Na, Erik lässt sich ja auch nur durch die Vorbereitung ziehen und. Ja. So. Ne, nicht mal nur das, wir machen auch einfach Vorbereitung ohne, dass er überhaupt da ist. Und am Ende greift er sich halt einfach das Geld ab und, ja. Ja, okay, sowas meine ich. Also Geld, ich lass es dann schon fair aufteilen. Ne, ja, er kriegt doch immer die wenigsten Prozente, so. Achso, ja. Ich meine, letzte Heist, die wir gespielt haben, habe ich ja, glaube ich, 20 oder 25. 20. Und 20 und Erik hat 15 bekommen, so. Ja. Weil so Caio Perico, den habe ich richtig aufgespürt. Den habe ich komplett mit. Ja, Caio Perico ist, glaube ich, einer der besten. Ja, da habe ich für die leichtesten. Ich weiß nur noch einer, der war richtig schwer. Den haben wir immer versucht. Der war in so einer Bank. Da musste so ein Ding aufsägen. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ah, ne, unter dem Casino ist der. Der Casino-Raub, genau. Boah, der Casino-Raub ist geil. Der ist echt geil. Da wurde halt immer gesagt, du kannst 8 Millionen oder so holen. Und wir haben immer nur 4 Millionen oder 2 Millionen. Und wir haben immer nur 1 Million geschafft, weißt du? Den haben wir so oft gespielt. Wir haben es nie komplett geschafft. Wir haben alles, wir haben alles blutet. Braucht man viele Leute für. Ja, viele Leute und,
und diese Gemälde. Gibt's noch, oder? Gibt's noch so diese Tresordinger da, wie nennt man die? Ah, die kleinen die Tresor. Die Schließfächer ja. Da. Ja, ja. Der muss man noch täglichen Tresor. Tägliche, you know. Tägliche Einnahmen. Zweimal. Ja. Und dann muss halt am besten noch Gemälde haben. Ja. Ich meine, wenn du da alles hast und einen perfekten Trupp hast, dann ist das ja, okay, auch möglich. Lukan und mir in einem Trupp. Ja, okay, Lukan erstmal. Spät checken, da ist das echt ein bisschen schwer. Der total überfordert war, sobald da irgendwie Gas kommt und der anfängt rumzuschreien und auf seinen Tisch zu schlagen. Hey, kommt Gas! Wie soll ich das looten, wenn jetzt hier Gas kommt? Wenn sie dieses Mal eigentlich wegen Lukan verkackt haben, Digga. Jetzt auf Deutsch sind. Entschuldigung, Netflix. Der irgendwie Frau Rudnick, die gibt jetzt richtig viele Aufgaben, ne? Ja, ja, die meint das ernst, oder? Die zieht die durch. Die zieht richtig durch. Die meint das ernst, so. Vor allem diese Dingens habe ich mir jetzt, wir haben die ja schon alle mal angeguckt, diese Testdinger da, ne? Das ist so einfach. Also, ich würde da jetzt locker schon für eine 1 bekommen, ne? Ist so leicht, ja. Also es ist echt leicht so. Ja, hätte sie mich auch in die 10 lassen können. Du, ja, 100 Pro, Digga. Also du bist definitiv schlauer. Digga, Emily, ne? Emily. Diese Blonde. Ja. Die hat ja gesagt, dass sie die Schule wechselt. Wo ist sie jetzt wieder? Sie ist wieder in der Dieselweg. Ja, moin. Ja, sie ist ja... unter uns. Ja, die ist... Digga. Wahrscheinlich schafft die Klasse, wenn sie die davor auch nicht... Hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Aber ey, sie ist jetzt in einer anderen Klasse, also wird sie zu 100% jetzt schaffen. Aber der muss ja an Berlin denken. Schule wechseln... Ja. Auf dieser anderen zurück. Schule sein, aber nie in anwesend. Die war da nie da. Einmal war sie da, danach nie wieder. Und dann wechselt sie wieder auf unsere Schule. Plötzlich ist es so ein Nick. Ja, stimmt. Die hat sich ja verändert. Irgendwie ist jetzt ein Junge. Ja, die sehe ich auch nicht mehr. Ich weiß nicht, was mit der passiert ist. Die ist aber auch nach der 9. abgegangen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, glaube ich auch. Die streamt auch. Was? Echt? Ich hab nur einen einzigen. Wenn du jetzt Spiel sagst, auf Porn hab, dann hasse ich dich. Wenn ich das anfange. Also, ich glaube immer nur, also Twitch. Auf Englisch, Digga. Die redet da so Englisch. Mit Facecam? Wo sie zwei. Nein. Und sie hat zwei Zuschauer, das sind Deutsche und das sind irgendwelche Freunde von ihr, also lohnt sich das Englisch zu sprechen. Ja, das verstehe ich auch nicht, wenn Leute so Englisch sprechen. Ja, ist aber der Chat einfach Deutsch ist so. Ja, Digga, wenn du so 500.000 Zuschauer hast, aber nicht, wenn du so zwei Zuschauer hast, dann sprech doch auch einfach normal, so, weißt du? Ihr Deutsch könnt vor allen Dingen. Ja, als ob das ein Amerikaner kommt. Oh, hier ist einer mit einem richtig schlechten Deutschakzent in meiner eigenen Sprache. Den gönne ich mir jetzt, weißt du? Anstatt, dass ich mir irgendwie, weiß nicht, welchen Ami da reinziehe, ziehe ich mir jetzt Ami so ein deutsches Transenkind rein, das Minecraft spielt, weißt du? Yeah, Minecraft! Meine Freunde rufe ich die ganze Zeit an. Okay, ich gehe jetzt offline, ne? Okay, ja, haut rein, man hört euch, man hört sich. Ja, bestimmt. Ciao, ciao. Ciao. Wie heißt die auf Twitch? Gregor ist mir sympathisch, kann ich gleich nachschauen. Ich glaube, Nick Brick oder Brick Nick, ich schick dir den Link gleich, dir das auf jeden Steam-Profil verlinkt. Na, okay. Ich hab auch. Ich wollte in meinen Buzzard einsteigen, auf einmal kommt da so ein Motorradfahrer, mein Charakter. Den muss ich jetzt vom Motorrad runterlassen. Finde ich nicht nett. Meinst du, ja? Reb. Der wird gefolgt. Entschuldigung, ihm. Hab ich Lowrider? Ja, ich hab einen Lowrider, glaube ich. Ja, doch, einen hab ich. Geht da jetzt hin? Nö, nur überlegt. Bisschen Interaktion mit anderen Wesen. Stimmt, kommt ja wieder Obama. Der echte. Der wirklich echte. Und dafür umziehen mussten schon wieder, Junge. Na, witzig. Ich dachte, komm ich in ein Outfit rumrennen, mit dem keiner im echten Leben rumgehen würde. Ciao. Liebe diese Mission. Ich lasse dich holen, aber ich hab die Kacke da unten. Ich hasse diese Mission auch. Ja, aber du bist ja schon rumgefühlt hier, schaust du schon? Nee, ich bin immer ansatzweise bei der Hälfte. Ja, du bist ja schon oben hier, 2 Sekunden. Wie ist meinst du? Natürlich. Okay.
nämlich einfach in den, wie nennt man das Ding, Fahrstuhl, genau. Dass man den noch nicht benutzen darf. Stimmt, wäre langweilig. Vergessen. Also ich hab Fahrstuhl, benutzt du. Kannst du? Echt? Ja. Nein. Ich bin home. Hab played. Ich habe 4 Sterne. Ich nicht. Ich muss noch weiter nach oben. Oh. Ja gut, ich habe ja jetzt außerdem jemanden abgestochen. Ey, vielleicht nicht hätte abstechen sollen. Das macht Obama so. Es war aber nicht Obama, das weiß ich. Andere Frage, wo hast du hier einen Fahrstuhl benutzt? Weißt du, das ist mein Geheimnis, Industriegeheimnis. Industriegeheimnis? Wir sind nur Mitarbeiter. Der, was ist das für eine Waffe? Hier ist eine MK2, ja. Mit Schalldämpfer. Pumpt die Gegner weg, Alter. Die pumpt sie richtig weg, oben sogar mit Licht. Sind wir hier. Ist gar nichts, Alter. Weg hier, Alter. So, hier, lass ich mir einen Fahrstuhl rein, Junge. Yo, was? Abflug. Woher? Ich wollte mich da random reinstellen, falls er mit Sternen bekommt, dass ich nicht angegriffen werde, ne? Plötzlich habe ich so ein Black Screen, denke ich mir so, okay. Was passiert jetzt hier? Oh, auf einmal wild. Ich glaube, es ist eine gute Idee, mich hier cool fliegen zu lassen, oder? Was? Mhm. Hast du gesagt? Weiß ich nicht, hab ich vergessen. Ich auch. Stimmt, dass Schule so ein System war, dass man nur dafür arbeiten muss. Also, Junge, lass mich doch mal echt kack machen. Nicht so. Ich. Hast du keine MK2, Alter, das ist cool. Ich MK3 dich gleich um. Ist nicht gut. Nee, ich MK4 dich um. Ich nehme 2 MK2 Waffen und mach MK4. Scheiße. Das System gedribbelt. Ist nicht gut. Meine Kackjacht ist schon wieder irgendwo, wo sie nicht stehen soll. Was macht sie da? Spaß haben. Muss man diese Jachtmission, muss ich auch mal spielen. Kenn die ja nicht. Nein. Doch, ich kenne die Jachtmission alle nicht. Okay. I see. Oh, die können das nicht sogar. Wer ist er da hinten? Wer? Der Typ von uns. Der da. Stark. Wir brauchen beide bei. Ja, ich weiß auch warum. Warum denkst du sonst Munition? Wo hätte die? Ja. Stark, der Typ. Sehr gut gemacht. Stolz auf ihn. Ich auch. Wieder aus dem Game raus haben.
muss mir gerade so ein kleines, fettes Kind vorstellen, was gerade so eine halbe Stunde da seine Waffe mit Explosivmunition ausgerostet hat und gerade so richtig ausgerastet ist, dass wir noch weggekommen sind. War das echt ein Spieler? Ja, vor uns war eine. Ja, das wäre eine witzig gewesen. Nee. Dachte ich zuerst auch, aber die, zuerst habe ich die gesehen, da ist die mit so einer Rolle von irgendwo gesprungen. Von irgendwo runter, keine Ahnung. Wer bist du, Digga? Willst du, David? Willst du? Flo? 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 Ja. Mein Game ist gecrashed. Meins auch. Ja, wahrscheinlich ist er etwas sehr ausgerastet, der Typ. Der war wütend. Der war richtig wütend. Nee. So nicht. Nein. Da muss ich mal richtig einen Hackerfreund anrufen. Du wolltest ja den Link zu Julien's Dings. Nö. Ah, hat sein entfernt auf den Twitch-Dings. Wo ist dieses Dings hier. Ich hab sie einmal streamen gesehen. Niki, was war das so? Ich bin gerade auf den Twitter-Account von Julien, Alter. Wie heißt der da? Der ist inaktiv. Alles von 2016. 2016 wahrscheinlich, 2020. Moin. Letztes Jahrhundert irgendwann. Nick. Verlauf durchsuchen. Nick. Wiki Nick Sonntag 22. Hat den auf den Twitch gefunden. Er hat jetzt alles runtergenommen von den Twitch. Was bin ich schon wieder in-game? What the fuck? Warum geht es hier auf einmal so schnell? Irgendwie sind nur zwei andere Leute dran. Oder ich gehe jetzt off. Oder du gehst off, mir scheißegal. Okay. Ist ein Fehler aufgetreten bei Beitreten-Sitzung. Alter, ich hab Bock, das ist zu viel. Okay. Da bin ich weg.